Aufnahme. Läuft. Handys. Sind aus, warte kurz. Gut, dass du fragst, deswegen machen wir das ja. Ja, ist ausgeschaltet. So, meinen Tee habe ich vorhin schon ausgetrunken. Ich habe hier noch ein Schlückchen Wasser. Jetzt und wo hast du deinen Tesla gelassen? Im Park Orbit. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 62. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, wir sind ja in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen unregelmäßig geworden. Aber man muss sich ja gute Vorsätze fürs neue Jahr fassen. Und wir hatten das ja in der Vorbereitung schon besprochen, dass wir da versuchen, im 2018 wieder ein bisschen regelmäßiger zu werden, aber jetzt zum Jahresende, ihr wisst wahrscheinlich selber, wie das ist. Wir sind froh, dass wir überhaupt noch eine Sendung unterkriegen. Jetzt sind wir wieder da, wir haben eine schöne Sendung vorbereitet. Und also man merkt sowas ja immer, dass das Jahr zu Ende geht, wenn Chewbacca bei Mincorrect ein methodisch inkorrekt Stille Nacht singt. Ja, oder auch wenn wenn die Raketen wieder häufiger fliegen, der sogenannte Jahresendrun. Aber zuerst einmal wollen wir uns bei unseren doch mittlerweile zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer bedanken. Da kommen wir zu Patreon. Da sage ich gleich noch was zu, aber jetzt erstmal vielen lieben Dank an den Sebi, den Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw Aero, Rominger, M. Pingu, B-Bone, Michael, Hans, und ich lese mal ganz Namen vor, weil ich wette, das ist nicht der echte Name. Wenn, dann wäre es richtig cool, weil er heißt Hans Olo. Also, versteht ihr? Hans Olo. Also, wenn du wirklich so heißt, Respekt. Christine, der McMurdoch, Markus, Hori, der Thomas, Ronald, Jochen, Niklas und Johannes. Das waren unsere Patreon-Leute, und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, bei Patreon gab es so ein bisschen so ein Problem, dass Patreon angekündigt hat, dass sie an den Gebührenstrukturen schrauben werden und dass man jetzt als Supporter nochmal eine Gebühr auf die Pledge zahlt. Also wenn ihr einen Dollar pledgt, dann zahlt ihr nochmal 2,9% plus 39 Cent Gebühr darauf. Ich glaube 35 waren es. Oder 35 Cent, was vor allem ins Gewicht fällt, wenn man... Ja, von so einem Euro nicht mehr viel genau, übrig, nicht? Ja, nee, umgekehrt, dann kommt da nochmal ganz schön ein Stückchen drauf. Ja, also an Gebühren halt. Ja, genau. Aber es bleibt halt an Geld nicht mehr viel genau. übrig dann bei kleinen Dingen. Genau, und deswegen, und das hat dazu geführt, dass massenweise Leute Patreon verlassen haben, und jetzt quasi vor einer Stunde oder so hat Patreon angekündigt, dass sie diese Änderung doch nicht machen wollen. Also es bleibt irgendwie alles beim Alten, aber alle sind ein bisschen unzufriedener mit Patreon geworden. Das haben sie gut hingekriegt. Aber das ist ja zum Glück bei uns, beim Countdown-Podcast, nicht unser einziges Standbein, denn wir haben ja noch LiberaPay, was ja Patreon in Non-Profit und ja von der Philosophie einfach netter ist, wo wir auch mittlerweile so um die 30 Euro pro Monat bekommen. Das wird ja bei LiberaPay wöchentlich angerechnet. Also wir bekommen pro Woche 7,66 Euro, und das rechnet man, glaube ich, mal 4,3, und dann ist halt mal bei dem Monatsbetrag, das kann sich ja dann immer von Woche zu Woche ändern, aber das ist jetzt bis jetzt immer sehr konstant geblieben, und das ist auch sehr schön. Ja, Vielen Dank jedenfalls. Genau. Das hilft uns echt weiter, denn das heißt dann einfach, dass wir mal so kleinere Exkursionen durchführen können. Gut, die nächste werde ich größtenteils selbst bezahlen. Ja, das ist... Aber ja. Das ist, es ist enorm hilfreich, und das wird auf jeden Fall, also wir wollen auf jeden Fall noch nach Bremen, das wird jetzt auch nächstes Jahr auf jeden Fall so schnell wie es geht angeleiert. Genau. Und dann schauen wir mal, nächstes Jahr zweimal nach Bremen.
Macht das Sinn? Ich weiß gar nicht. Eigentlich müssten wir das irgendwie kombinieren müssen. Genau, ne? Dazu sprechen wir jetzt aber nicht jetzt. Ja, sorry, das fiel mir jetzt gerade eben auf. Irgendwie so zweimal Bremen, wäre der IAC, der Internationale Astronautische Kongress ist da, ja. Und dann ein gewisser ESA-Mitarbeiter, der in einem gewissen Film auftauchte, mit dem wir uns gerne mal unterhalten wollten. Genau, das wäre eigentlich nicht doof, wenn wir das kombinieren könnten. Naja, also für größere Sprünge reicht's noch nicht. Wir zahlen halt davon immer unsere Auphonic schön und unsere Webhosting-Gebühren und Domain-Gebühren. Ist ja so ein bisschen auch so ein Kombi-Ding für mich. Ich mache ja mehrere Podcasts und da fallen ja manchmal auch mehrere Gebühren an. Also ich muss ja jede einzelne Domain einmal im Jahr bezahlen und deswegen ist das jetzt nicht nur für den Countdown-Podcast, aber der Countdown-Podcast macht da schon den größten Teil aus, beziehungsweise es würde auch nicht viel weniger werden, wenn es nur für den Countdown-Podcast wäre. Von dem her, ja, es ist jetzt auch, wir haben ja so ein bisschen Rücklagen angelegt, die sind jetzt wieder ein bisschen zusammengeschrumpft, wieder da transparent sein, weil wir Domain-Gebühren jetzt zahlen mussten im Dezember und ich habe ja Aufkleber drucken lassen. Die kommen, sollten jetzt morgen kommen. Die wird es ja für unsere 5 Dollar Patreons frei Haus geben. Und wie wir das nächstes Jahr machen, weil wir ein bisschen jetzt weg vom Patreon gehen, werde ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall war das versprochen. Einmal im Jahr gibt es gratis Aufkleber frei Haus für alle Leute, die uns mit 5 Dollar oder mehr unterstützen. Und genau, die werde ich dann zu Weihnachten verschicken. Und ich habe jetzt auch noch so aus einer Laune heraus Weihnachtspostkarten drucken lassen, 25 Stück, war die kleinste Auflage bei Wir machen Druck. Und ich glaube so 10, 15 haben wir schon verbraucht oder sind schon verplant sozusagen. Aber ja, schreibt uns doch mal, wenn ihr eine Weihnachtspostkarte haben wollt. Ich schau mal, also ich will die halt vor Weihnachten halt alle loswerden, weil das tatsächlich nach Weihnachten wenig Sinn macht, die Postkarten noch zu verschicken, von dem her. Wenn ihr da eine haben wollt, schreibt mir nochmal einfach eine DM oder E-Mail mit eurer Adresse, dann schicke ich euch eine. Ich glaube, du hast noch nie so viel Druck gemacht, jetzt schnellstmöglich die Folge rauszuhauen. Aufnahme. Das stimmt. Naja, aber ich bin auch gerade sehr produktiv, was das Podcast-Veröffentlichen angeht. Ja, merke ich auch bei mir tatsächlich irgendwie im Vergleich zum letzten Jahr, bin ich doch jetzt im Dezember relativ produktiv geworden. Ja. Das war's zu Patreon und Geld und alles. Wir haben noch ein paar weitere Unterstützer. Wir haben nämlich zum einen den Manuel, der quasi sich bei Patreon abgemeldet hat und uns dafür eine etwas größere Einzelbetrag auf PayPal zukommen ließ. Dafür herzlichen Dank. Das ist natürlich auch schön, wenn man mal so einen größeren Batzen bekommt, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo man doch viel drucken muss und solche Sachen. Ich gehe nochmal auf PayPal, wer uns noch was geschickt hat. Der hat auch jemand was geschickt. Der Sebastian war nett. Genau. Der hat uns beiden einen kleinen Betrag geschickt. Genau, etwas Weihnachtsgeld. Genau. Und dann bedanken wir uns natürlich auch noch. Und der Hori ist bei mir mit zu den Patreons. Ich habe ja auch ein eigenes Patreon, von was geht, das ich sehr sträflich vernachlässigt habe. Aber ich bedanke mich natürlich. Das kommt direkt bei mir an. Vielen Dank. Genau. Und wir haben noch vom Chris mit K noch ein bisschen Weihnachtsgeld bekommen. Und ja, das ist auch ganz gut. PayPal ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, uns zu unterstützen. Da zahlen wir überhaupt keine Gebühren drauf und das kann ich direkt so dann auf unser Konto abbuchen. Wir haben ja mittlerweile auch ein eigenes Podcasting-Konto. Was mir beim Thema Geld einfällt, was nichts direkt mit dem Podcast zu tun hat, es bietet sich ja als Freiberufler, wie ich ja einer bin, an, irgendwann mal ein Geschäftskonto zu eröffnen. Bis jetzt habe ich alles über mein Privates gemacht. Und da wird ja immer diese Fidor Bank Fidor, empfohlen. Genau, da ist auch mein Podcast-Konto, halt als Privatkonto, nicht als Geschäftskonto. Ja, ich habe das auch als Privatkonto angemeldet. Ja, als Geschäftskonto, dann könnten wir halt auch anbieten, dass die Leute uns direkt Geld überweisen als Spende, aber es geht leider nicht, da ich ja noch Student bin und mich nicht als Freiberufler anmelden darf, sonst falle ich irgendwie aus der Familienversicherung raus, weil so, ich bin ja noch unter 25, deswegen geht das leider nicht.
Okay, so wie ich das verstanden habe, darf ich das als Freiberufler auch mit dem Privatkonto machen dort? Ja, nee, ich glaube, das ist, ja, es ist die meckern halt, wenn das dann halt zu viel wird. Ah, okay. Ja, ich werde schauen. Dann sollen sie meckern, wenn es zu viel wird. Nee, was sich rausgestellt hat, man kann sich dort sehr schwer anmelden. Also, ja, das habe ich gesehen. Diese komische Identifikationsdingens da, die machen das mit Video oder behaupten, dass sie das machen. Irgendwie hat damit noch keiner Erfolg gehabt, so richtig. Ja, ich habe damit zweimal Erfolg gehabt, aber das war schon vor ein paar Monaten. Ah, oh, okay. Vielleicht ist es jetzt schlechter geworden, aber damals musste ich auch relativ lange warten. Ich glaube, da habe ich so eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife gesessen. Ich bin noch gar nicht mal in die Warteschleife reingekommen. Ja, ich hab's gesehen. Also das war irgendwie sehr merkwürdig. Dann habe ich nach einer Woche ungefähr aufgegeben und habe gesagt, hätte ich gleich Postident-Verfahren gemacht, dann hätte ich jetzt schon seit 4 Tagen den Zugang, im schlimmsten Fall. Also ja, sehr merkwürdig. Ja, irgendwie fiel mir gerade ein, sorry. Genau, dann kommen wir zum Feedback. Da hat sich auch einiges angesammelt. Da haben wir einmal eine nette E-Mail vom Philipp bekommen. Wir haben doch mal etwas länger über unser Amazon Affiliate Ding geredet, wo sich jemand eine Kühlbox gekauft hat. Erinnerst du dich? Jetzt spontan ehrlich gesagt nicht. Nein. Naja, also jemand hat sich eine Kühlbox gekauft. Das ist anscheinend was man ans Auto anschließen kann. Ja, sowas ist mir aber bekannt. Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen kommt es mir bekannt vor. Ja, genau. Und habe ich irgendwie behauptet, das würde mit Druckluft funktionieren. Das war natürlich falsch, hat mir dann nochmal... Das sind Pelztier-Elemente. Nee, das auch nicht. Was, keine Pelztier-Elemente? Genau, also er meinte irgendwie, er hat sich das gekauft fürs Auto, weil er irgendwie Kinder hat und für lange Autoreisen braucht man dann schon einen richtigen Kühlschrank, also mit Kompressor und nicht mit Peltier-Elementen. Aha, okay. Das hat er sich jetzt halt über unseren Affiliate-Link gekauft, was uns ja dann nochmal ein bisschen Geld auch dort eingebracht hat. Also könnt ihr auch unterstützen, indem ihr eure Weihnachtseinkäufe zum Beispiel über unseren Affiliate-Link macht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr was bei Amazon kauft. Und, ich hatte bis jetzt bloß gehört, dass sowas meistens mit Peltier-Elementen funktioniert. Nee, er hat das extra erwähnt, dass das mit richtiger Druckluft, mit Kompressor, also nicht Druckluft, mit Strom. Und irgendwas drin, Ammoniak oder Butan oder irgend sowas. FCKW darf ja heute nicht mehr. Ja, genau. Also genau, es ist halt, schließt mal einen Strom an, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es auch an die Autobatterie geht, das hat er das nicht geschrieben, aber das ist dann mit richtigem Kompressor und keine Peltier-Elemente. Jo. Ja, heutzutage hat man die Wahl zwischen entweder brennbar oder giftig. Früher hatte man noch die Auswahl, schlecht für die Ozonschicht. Und dann haben wir, genau, ein längeres Kommentar zur Challenger-Mission bekommen. Das hast ja du auch, willst du es mal vorlesen? Habe ich es jetzt vor mir. Dann lese ich es vor. Genau. Vom Chris mit CH. Diesmal eine kleine Ergänzung zum Challenger-Unglück, da hatten wir ja letzte Folge kurz drüber geredet. Das Hauptproblem hatte zwar mit den Dichtungen zu tun, wie ich behauptet hatte, lag aber nicht an den Vibrationen und auch nicht allein am harten Gummi aufgrund zu tiefer Temperaturen. Stattdessen liegt die Dichtung in einer Griffzange, Tang auf Englisch, die mit steigendem Druck auf die Dichtung drücken sollte. Stattdessen bog es sich aber auseinander, also diese Zange, genau. Das war normalerweise kein Problem, weil die Dichtungen durch den Innendruck des Boosters ein wenig aus ihrer Grube kamen und wieder dichteten. Okay, wenn es zu kalt war, Ich hatte den ganzen Mechanismus hatte ich noch nicht kapiert gehabt, muss ich sagen. Muss ich mich auch für bedanken, dass diese Griffzange, also dass da so eine Griffzange ist, die eigentlich hätte die Dichtung dichten sollen. Das war mir nie bewusst. Mhm. Ich hatte irgendwie gehört, ja, es gab schon Probleme und darauf weist der Chris ja auch hin. Ja, wenn es zu kalt war, blieben die Dichtungen in der Grube und die heißen Verbrennungsgase brannten die Dichtung dann teilweise weg. Das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass die halt eigentlich von so einer Zange zusammengepresst hätten werden sollen. Das wusste ich nicht. Das erklärt jetzt sehr, sehr viel.
weil ich wusste halt, okay, ja, die haben dort Probleme gehabt und teilweise ist ein Drittel der Dichtung weggebrannt gewesen. Und Richard Feynman, der das Schlusswort sozusagen von dieser Rogers Commission gemacht hat, dem Minority Report, ja, das Wort gab es schon vor dem Kinofilm, die haben dann halt gesagt, ja, da ist noch ein Sicherheitsfaktor von 3, was natürlich ein Wahnsinn ist, weil diese Gummidichtung sollte eigentlich überhaupt nicht beschädigt werden. Und wenn die dann zu einem Drittel durchbrennt, dann ist da null Sicherheitsfaktor und nicht ein Sicherheitsfaktor von 3. Ist bloß nicht so witzig, wie ich das jetzt gerade anhörte, von den Konsequenzen her gewesen. Ja. Also herzlichen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Dann hat uns Brotstulle noch zwei nette Sachen geschickt. Einmal, und über Elon Musk können wir noch häufiger heute reden, aber Elon Musk hat sich auf Twitter die Frage gestellt, wahrscheinlich weil ihm mal wieder langweilig ist. Kurze Abschweifung, kennst du den Twitter-Account Bored Elon Musk? Ja, kenne ich. Ja, also folgt alle Bot Elon Musk, das ist quasi das, was Elon Musk jetzt hier gemacht hat, hat sich die Frage gestellt, warum gibt es keine Flat Mars Society? Also es gibt ja die offizielle Flat Earth Society, die ja Mitglieder über den ganzen Globus verteilt hat, wie sie selber mal gesagt hat. und okay, das hätte ich nicht mitbekommen. Ja. Und sie haben dann, es ist ein offizieller Account, also er hat auch so ein blaues Häkchen, hat dann Elon geantwortet und meinten, ja, also ungleich der Erde wurde ja der Mars schon beobachtet, dass er rund ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, es kann natürlich sein, dass es irgendwie so ein Satireverein ist, so wie die Partei oder so, aber ich glaube, die meinen das schon ernst. Naja, ich meine, wenn man gleichzeitig nicht dran glaubt, dass jemals Menschen zum Mond geflogen sind, dann können die natürlich auch gleichzeitig nicht dran glauben, dass die Bilder, die damals von der Erde gemacht wurden, ja, echt sind. Ja, daher genau. Ist das ein sehr konsistentes Weltbild. Wieso hast du da ein Problem? Ja, konsistente Weltbilder, ich weiß. Also das einfach mal zur allgemeinen Erheiterung. Und dann hat uns Brotstulle noch... Brotstulle hat mich darauf hingewiesen, völlig zu Recht, dass ich öfter mal bei Themen einen Satz früher aufhören sollte, anstatt zu sagen, ich habe keine Ahnung. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, ehrlich gesagt. Ja, aber er hat ja trotzdem recht. Das stimmt. Das fällt unter Marotte. Ich versuche das irgendwie abzustellen. Ich habe ja immer gesagt, ich weiß, dass ich Marotten habe, aber man wird sehr selten darauf hingewiesen. Ja. So, und dann wurde gefragt, irgendwas mit dem DSN. Nee, der hat einfach Sag mal, nur, du hast dir das eher angeguckt. Der hat einfach nur uns auf diese Seite verwiesen, die du wahrscheinlich auch kennst, diese Deep Space Network Now-Seite. Ach so, ja. Wo man sehen kann, was die gerade so alles empfangen. Das ist ganz nett, also ich kannte das schon, aber das ist, wer das noch nicht kennt. Ich sehe hier Juno, ich sehe Soho. Genau, Soho, Juno, ACE, was ist das? Ich wollte es gerade vermeiden. nein, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ACE ist auch so eine Sonnenbeobachtungssonde. Ja, sieht sehr nach einer Sonne, aber das ist jetzt ein bisschen schlecht, dass hier nicht gesagt wird, welches es ist, weil ich habe von ACE tatsächlich noch nie was gehört. Verdammt, okay. Das hört mich jetzt. Ja, werden wir dann irgendwie schon rausfinden. Genau, es gibt ja. Advanced Composite Explorer, Solar and Space Exploration. Okay. Und 97 gestartet, okay, das war vor meiner Zeit. Genau, das Deep Space Network hat ja drei Standpunkte. Es gibt da einmal eins in Madrid, einmal in Goldstone in den USA und einmal in Canberra in Australien. In der Hauptstadt von Australien, die kein Schwein kennt. Genau. Und jeweils mit einer großen Schüssel und 3 bis 4 kleinen. Also ich glaube, Goldstone hat 4. Und die anderen haben nochmal 3 Nebenschüsseln sozusagen.
Und das ist eine interessante Seite. Kann man sich durchaus mal anschauen. Ist natürlich besonders spannend, wenn dann so Missionen, so wichtige Missionen runtergefunkt werden. Also es gibt dann immer so, ich glaube bei New Horizons war das, wo dann die Leute irgendwie die Seite fast zum Absturz gebracht haben, weil alle sehen wollten, wie die Daten von New Horizons ankommen. Ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt sehr spannend, dass dort gerade eine runtergeladen wird von einer Mission, die vor 20 Jahren gestartet wurde. Von was? Vor über 20 Jahren. Ace oder was? Ace, genau, ja. Ja, das ist halt, wir reden halt das miteinander. Vor allen Dingen, ich habe von der noch nie was gehört und die funktioniert halt ganz offensichtlich immer noch. Cosmic Ray Isotope Spectrometer, Solar Isotope Spectrometer, Isotope Spectrometer, was haben wir hier noch? Ultra Low Energy Isotope Spectrometer, also für irgendwelches Zeug, das sehr langsam fliegt. Ja, 45 Kiloelektronenvolt pro Nukleon bis ein paar Megaelektronenvolt. Es ist jetzt nicht übermäßig langsam. Also Ultra Low Energy ist jetzt, aber ich weiß, was ihr meint. Ist okay. Dann Solarwinde, Electron Proton Alpha Particle Monitor, okay. Magnetometer natürlich. Ja, halt nettes Ding, das alle möglichen Teilchen vom Sonnenwind und von sonst woher beobachten kann. Ja, fein. Ja. Sehr fein. Kannte ich noch nicht. Und ich glaube, das war's von den Kommentaren. Genau. Dann kommen wir zu den Themen. Auch sehr nett wie immer, ne? Power 444 Watt und dann at end of life, also am Ende der Mission, 5 Jahre. Inzwischen 20 Jahre, ja. 3 Monate, 3 Tage. Aber wir reden ja nachher noch über eine, oder können wir jetzt, passt ja gut, kommen wir zu einer Mission, die schon etwas länger unterwegs ist. Voyager 1, wann wurde die eigentlich gestartet? Weißt du das gerade auswendig? Boah, frag mich nicht, 77? Hast recht, also vor 40 Jahren, oder? Lang ist der. Warte, 19, Kopfrechnen, ja, ja. Kopfrechnen 6. Ja, ja, klar, 40 Jahre haut genau. Hin dann. Vor 40 Jahren startete Voyager 1, befindet sich mittlerweile, ich glaube, 144 astronomische Einheiten entfernt. Ja, sehr weit jedenfalls. Hat ja auch mittlerweile die Grenze zum interstellaren Raum überschritten, je nachdem, wie man rechnet. Schon mehrfach, wenn man mehrfach rechnet. Und hat auch seit 37 Jahren keine Triebwerksfunktion mehr. Nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Weil, ich lass mich ausreden. Hat seit 37 Jahren, ich habe das recherchiert, ich möchte das jetzt sagen, hat seit 37 Jahren nicht mehr die Korrektur, die Kurskorrektur-Triebwerke gezündet. Genau, nur war's die richtig. Lagekorrektur. Genau. Genau, nur die Lagekorrektur-Triebwerke. Genau, die werden jetzt langsam so ein bisschen schwächlich. Und damit man die Mission noch etwa um 2 bis 3 Jahre verlängern kann, hat man jetzt nach 37 Jahren ausprobiert, ob diese Korrekturtriebwerke noch was leisten können. Und hat am 28. November, also schon ein bisschen her, die Triebwerke kurz getestet. Und ja, sie können was. Hat halt 19 Stunden gedauert, bis sie es erfahren haben, was ja mittlerweile die Lichtentfernung zur Voyager-Sonde ist. Und ja, man nähert sich dem ersten Lichttag, ne? Ja, genau. Und die wollen jetzt im November, im Januar 2018 die Triebwerke produktiv einsetzen, also für die Lagekorrektur einsetzen. Und ja. Ein weiteres Hindernis, was sich da denen noch stellt, ist, dass sie auch die Heizelemente für die Triebwerke in Betrieb nehmen müssen, was auch, was dann nochmal zusätzlich an der schon recht schwachen Energieversorgung der Sonde zehren wird. Ja, ich erinnere mich nicht mehr komplett, wie es war. Das Problem war einfach, dass die normalen Lagekorrekturtriebwerke, dass denen der Treibstoff langsam ausgeht. Ja, genau. Und ja, und die, also sie planen auch, wenn halt keine Energie mehr für die Heizelemente da ist, dass sie dann wieder auf die normalen Lagekorrektur-Triebwerke zurückgreifen werden müssen. Also das ist jetzt nichts, es ist jetzt keine dauerhafte Lösung. Wie gesagt, das wird die Sonde nochmal hoffentlich um 2 bis 3 Jahre verlängern, sodass sie dann so um 2025 rum endgültig keine Energie mehr habt. Und dann tot ist. Genau.
Und das große Problem ist natürlich, dass der, ja, dass ja halt wirklich der Strom ausgeht, weil die Radioisotopenbatterien, ja, das, die verlieren langsam immer mehr an Saft sozusagen, weil bestehen halt im Wesentlichen aus radioaktiven Elementen, die halt vor sich hin zerfallen, dabei Wärme generieren und aus der Wärme wird dann halt der Strom erzeugt. Das Problem ist nur, es zerfällt halt und was zerfallen ist, das ist weg und das kann dann nichts mehr dazu beitragen, dass dann noch mehr Strom erzeugt wird. Und ja, mit der Zeit verliert das dann halt an Leistung und man kann es auch nicht schneller machen, man kann es nicht langsamer machen, man ist dem wirklich ziemlich ausgeliefert und ja, irgendwie Speicherbatterien, ich weiß gar nicht, wie viele Pufferbatterien und ob die sowas haben. Das habe ich jetzt. Keine Ahnung, das fällt mir gerade auf, weil im Prinzip könnte man ja sagen, hey, wir benutzen das Ding einfach, um eine Batterie aufzuladen. Und wenn jetzt langsam aber sicher die Leistung nachlässt, dann sagt man halt einfach, naja gut, es braucht dann halt eine Weile länger, bis die wieder aufgeladen ist und bis die Sonde dann wieder empfangsbereit ist. Ja. Spontaner Gedanke. Eigentlich wollte ich zu was anderem, nämlich zum nächsten Thema. Ja, ich bin noch nicht fertig, oder? Bin ich fertig? Ach, du warst noch nicht fertig? Okay. Nee, doch, ich bin, doch, du hast recht, ich bin fertig. Es war alles zu dem Thema Voyager 1 Sonde. War nur ein ganz kurzes Thema. Jetzt darfst du zum nächsten Thema übergehen. Ja, weil Energieversorgung. Mr. Scotty, Energie. Genau. Gibt ja verschiedene Wege, Energie herzustellen und wir haben uns ja auch schon öfters mal drüber unterhalten. Wie gesagt, Radioisotopen. Du meinst wohl Energie zu konvertieren. Energie wird ja nicht hergestellt. Ja. In dem Fall die Kernbindungsenergie, also was im Wesentlichen die starke, ja, es ist die starke Kernkraft, ist, die wird dann halt benutzt, um letzten Endes Energie freizusetzen. Durch, in dem Fall halt radioaktiven Zerfall. Aber man kann ja auch das Ganze mit Kernspaltung machen. So, Schwein gehabt. Doch noch. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Radio? Der Unterschied ist, das eine kann man steuern, das andere nicht. Also Zerfall kann man nicht steuern und Kernspaltung kann man steuern. Ja, also das Zeug zerfällt halt einfach, wie es halt gerade zerfällt. Okay, witzigerweise gibt es einen Zerfallsprozess, der sich Kernspaltung nennt. Schwierig. Also, es ist schlimm. Radioaktivität entsteht, wenn so ein Atomkern nicht völlig stabil ist. Und dann gibt es manchmal verschiedene Wege, auf denen so ein Kern zerfallen kann. Und es gibt ein paar da. Da ist sowohl möglich, dass dann Alpha-Zerfall passiert, als auch, dass einfach der ganze Kern sich spaltet und dann es zu spontaner Kernspaltung kommt. Okay, so spontan. Darauf wollte ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht rein. Jedenfalls, wenn man jetzt Kernspaltung benutzt und einen Kernreaktor baut, dann ist man dem reinen Zerfallen nicht ausgeliefert. Weil der Zerfall passiert halt, wie gesagt, spontan und ohne Einfluss von außen, einfach so. Und die Kernspaltung kann man halt durch die Kettenreaktion steuern. Und insbesondere kann man damit die Leistung ungefähr konstant halten. Auch über lange Zeit, solange wie halt noch genügend Material zum Spalten da ist. Aber das alleine hat immer noch nicht ausgereicht, um sonderlich viel Enthusiasmus zu generieren, sowas mal zu bauen. Ein Kernspaltungsreaktor. Genau, zumindest für die Raumfahrt. Ach so, also es gibt ja schon Kernspaltungsreaktoren. Ja, die gibt es. Aber in der Raumfahrt, ja. Was ist mit diesen sowjetischen Satelliten gewesen? Wollte ich gerade drauf hinaus. In der Raumfahrt ist es halt immer so gewesen, in der Frühzeit hatte man das Problem, dass die Solarzellen nicht allzu effizient waren. Und so in 60er Jahren oder so, dann auch noch etwas später, also Rorsat flog auch später noch. Und wenn man dann größere Mengen Strom brauchte, dann brauchte man schon irgendwie eine andere Quelle als eine Solarzelle, damals noch.
Und hat dann teilweise auch auf Kernreaktoren zurückgegriffen. Ich glaube, die Sowjetunion hat, ich glaube, 12 oder 13 davon gestartet. Bitte schlagt mich nicht, wenn es doch ein paar mehr waren. In den USA genau ein, 1965. Frage mich nicht, wie der hieß. Hast du aufgeschrieben? Der Reaktor, habe ich das aufgeschrieben? Steht das in meinem Artikel mit? Ja, du hast hier Stichwort aufgeschrieben, aber nicht dazu, was es ist. Genau, ich habe einen furchtbar langen Artikel dazu geschrieben, den ihr euch auf Golem anschauen könnt. Ich habe ihn jetzt bloß gerade nicht griffbereit. Ja, jedenfalls der SNAP-10A Kernreaktor war das. Der damals benutzt wurde, der wurde einmal benutzt und mehr nicht. Lief auch nur, ich glaube, 43 Tage, weil dann gab es einen elektrischen Defekt und dann musste das Ding abgeschaltet werden. War alles nicht sonderlich ideal, aber das war das einzige und letzte Mal bisher, dass in den USA sowas gebaut und gestartet wurde. Und interessanterweise ist man jetzt so weit gekommen, also es hat dann jede Menge Projekte gegeben, nochmal einen neuen Reaktor zu bauen, beziehungsweise zu entwerfen für irgendwelche neuen Missionen. Und ja, in den ganzen Jahren danach ist sowas nie realisiert worden. Und jetzt kam plötzlich die Nachricht auf mich zu, dass man praktisch soweit ist, so dass man einen Reaktor gebaut hat und den jetzt testen möchte. Noch nicht im Flug, aber zumindest erstmal am Boden. Und zwar nicht testen im Sinne von, wir tun mal so, als wäre da ein laufender Reaktor oder so, was man bisher immer gemacht hat, sondern tatsächlich richtig im nuklearen Betrieb zu testen. Und das hat mich dann doch etwas überrascht, denn wir wissen es alle mit den Kernreaktoren und den Genehmigungen und so weiter, ist das immer so eine Sache, das braucht immer sehr, sehr lang. Und jetzt fand ich das doch ziemlich überraschend, dass das so schnell dann kam. Also man hat ja eine ganze Reihe von Projekten schon davor gehabt. Der letzte, den ich tatsächlich auch noch im Kopf, den ich irgendwie mitbekommen hatte und im Kopf hatte, war die Safe and Affordable Fission Engine, von der es tolle Bilder gibt, wo man das getestet hat. Aber getestet hatte man das, indem man es einfach elektrisch beheizt hat. Und dann einfach mal geguckt, ob der ganze Rest vom System funktioniert. War zufällig Abkürzung von dem Ding Safe? Ja, ist Safe. Also Safe and Affordable Fission Engine, kurz Safe. Ein Akronym, das sich selber beinhaltet. Ja, genauso wie GNU. GNU ist not Unix. Oder wie bei Benjot B. Mandelbrot, wo das B für Benjot B. Mandelbrot steht. Ja, und so weiter. Es gab noch mehr. Also es gab den Space Reactor Prototype SP-100. Es gab irgendwann mal den Topaz 2. Das war eine Kooperation zwischen der Sowjetunion und den USA. Also es gab eine ganze Menge von irgendwelchen Projekten, die sehr viel Papier generiert haben. Manchmal auch ein bisschen Hardware. Aber keine Hardware, die irgendwie so weit gekommen ist, dass man gesagt hat, wir starten jetzt mal eine Kernreaktion und testen das Ding. Und tatsächlich hat man das hier umgekehrt gemacht. Also das Projekt wurde irgendwann mal so um 2010 rum gestartet. In Anbetracht dessen, dass man festgestellt hat, oh Mist, uns geht das Plutonium aus. Das Plutonium 238 genau genommen. Das man braucht, um diese Radioisotopenbatterien zu bauen, weil Plutonium 238 ist einfach super dafür geeignet. Hat genauso die, naja, also mit 88 Jahren Halbwertszeit ist das ein vernünftiger Zeitrahmen und hat eine sehr hohe Energiedichte. Ja, also halt, und es strahlt vor allen Dingen nicht mit Gammastrahlung oder so, sondern reiner Alpha-Strahler. Sehr sauber, was das angeht. Wird von daher sehr gern dafür benutzt. Aber ja, muss halt hergestellt werden. Die Herstellung ist relativ aufwendig. Was man macht, ist, man nimmt praktisch einen abgebrannten Brennstab von einem Kernreaktor,
trennt die Bestandteile davon auf und ein Teil davon wird Neptunium 237 sein. Je nachdem, gibt verschiedene Wege, wie sowas entstehen kann. Entweder, ich glaube, aus Americium 241 nach einem Alpha-Zerfall entsteht dann das Neptunium. Oder umgekehrt kann man von Uran 235, wenn das zweimal Neutronen eingefangen hat, da entsteht das auch. So, und wenn man jetzt dieses Neptunium nimmt und halt praktisch chemisch abtrennt, dann kann man das nochmal in den Kernreaktor reinbringen. Dann fängt es dort wieder die Neutronen ein und dann entsteht Plutonium 238. Also genau genommen erstmal dieses Neptunium 200, also wir packen Neptunium 237 rein, fängt ein Neutron ein, dann wird es Neptunium 238. Das ist nicht völlig stabil, ist ein Beta-Strahler. Und Beta-Strahler haben so die Eigenschaft, dass ein Neutron zu einem Proton wird und dann wird Plutonium 238 draus. Und dann muss das ganze Ding nochmal aus dem Reaktor rausgenommen werden. Dann muss es nochmal chemisch getrennt werden. So heißen jede Menge Schritte, die Kernreaktoren, die teilweise relativ heftige Strahlung involvieren. Das ist alles nicht sehr ohne, also ist alles sehr, sehr aufwendig. Und deswegen hat man es in den USA lange nicht mehr so richtig gemacht. Man ist jetzt, glaube ich, dabei, dass man irgendwie 400 Gramm pro Jahr wieder produziert oder so. Eine typische Mission braucht eher sowas wie 4 Kilogramm und das nennt man dann schon sehr sparsam. Also so heißen, so richtig viel kommt nicht dazu. Ist es denn so schwer, Plutonium? Ja, wenn du Plutonium 238 haben willst, und zwar nur das, dann wird's schwierig. Okay. Plutonium an sich ist nicht das Problem. Also ich meine, die haben, können die nicht so ein paar Kernwaffen dafür abbauen oder so? Nee, weil da hast du ein anderes Isotop drin. Ach so, natürlich doof. Also Plutonium 238 ist noch nicht mehr so richtig gut spaltbar. Das Spaltbare ist Plutonium 239. Und das entsteht aus Uran 238. Also, ne, wenn Uran 238, was so das 0815-Uran sozusagen ist, wenn das ein Neutron einfängt, dann wird Plutonium 239 draus. Was genau das ist, was man für Atombomben braucht, für Atomreaktoren, was man, wo mehr als 50% der Kernspaltung in normalen Kernreaktoren rauskommt, ja, das ist halt so dieses Plutonium halt. Und gibt dann diverse andere Isotope, Plutonium 240 zum Beispiel, ist einer der Gründe dafür, warum das, also reichert sich so im Betrieb von so einem Reaktor dann mit der Zeit an und verhindert, dass normales Plutonium, dass man das so aus dem Reaktor rausfällt, mal eben waffentauglich ist, weil das zum Beispiel eins von diesen Dingern ist, wovon ich vorhin gesprochen habe, die spontan manchmal zerfallen und sich spalten und dabei Neutronen raushauen und das ist schlecht für den Betrieb von einer Atombombe, die zündet dann zu früh. Das will man nicht. Ja, halt alles sowas. Jetzt komme ich hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Vom Neutrino auf das Atom, könnte man auch sagen. Ja, so ungefähr, ne? Naja, okay, wie komme ich jetzt von Atombomben wieder zurück? Ich merke schon, es gab in den 40er und 50er Jahren jede Menge experimentelle Aufbauten, mit denen die Kerne von irgendwelchen Atombomben getestet wurden. Und die, ja, sind im Prinzip das kleine Kernreaktoren. Und da kann man halt so unter kontrollierten Bedingungen eine Kettenreaktion herbeiführen und da Messungen durchführen, ob das alles so funktioniert, wie das ist. Und irgendwann kam man auf die Idee, hey, wir haben hier einen Kernreaktor, wir können dort Messungen durchführen, damit können wir ganz bestimmt auch irgendwelche Experimente durchführen, so Materialtests oder so. Und hat daraus dann Experimentalreaktoren gemacht. Und 1958 hat man daraus einen Kernreaktor gebaut namens Flat Top. Der aber letzten Endes in der Mitte trotzdem einfach nur so den Kern einer Atombombe hatte. Also so eine Kugel aus wahlweise hoch angereichertem Uran oder Plutonium.
Es gab auch, ganz am Anfang hatte man noch eine Kugel mit Uran-233, was man aus Thorium erzeugen kann. Aber dieses Uran-233 kann man wieder nicht rein erzeugen. Da kommt immer ein bisschen Uran-232 mit dazu. Und das zerfällt irgendwann in sehr stark strahlende Gammastrahler. Und das kann man dann nicht mehr, das kann man dann nicht mehr anfassen nach einer Zeit. Also nach einer Zeit will man damit einfach nichts mehr zu tun haben. Und das wollte man dann auch nicht mehr und hat das dann aus dem Experiment sozusagen entfernt und nicht mehr benutzt. Was übrigens einer der Gründe ist, warum Thorium keine so schlechte Idee ist zum Betrieb eines Kernreaktors, weil es ist zum Bombenbasteln ein bisschen unangenehm. Jedenfalls, aus dieses Experiment stand jetzt seit 1958 irgendwo rum. Wurde auch benutzt bis 2005, dann wurden da irgendwie Gelder gestrichen und dann stand es halt mehr oder weniger verwaist einfach rum. Und 2010 hat man beschlossen, hey, wir könnten uns doch mal überlegen, wir haben so viele Reaktorprojekte schon gehabt und wir brauchen öfter mal eine Energiequelle so weit weg von der Sonne. Und die Radioisotopenbatterien, die wir bis jetzt benutzt haben, ja, die kriegen wir halt nicht mehr unbedingt, weil uns das Plutonium ausgeht. Warum bauen wir nicht einfach wieder einen Kernreaktor? Weil hochangereichertes Uran oder sowas, das lässt sich ziemlich leicht auftreiben. Das ist bei Weitem nicht so schwierig herzustellen wie Plutonium-238. Ja, und da hat man dann angefangen, hey, wir könnten ja mal diesen Entwicklungsprozess umkehren. Weil bisher hat man es immer so gemacht, man hat groß angelegte Studien gemacht, okay, so und so muss das funktionieren. Und dann irgendwann hat man angefangen, Prototypen zu bauen und man ist praktisch nie so weit gekommen, dass man einen Kernreaktor in das ganze Ding integriert hat. Und naja, jetzt stand halt so ein Kernreaktor, der eigentlich bloß für Messungen gedacht war, irgendwo rum, ungenutzt. Und dann haben die gesagt, okay, wir nehmen einfach dieses Ding. Ist natürlich ein sehr, sehr kleines, ist ein sehr kleiner Reaktor dadurch. In der Mitte ist ist halt wie gesagt nur so eine kleine Kugel mit ein paar Kilo Uran oder Plutonium. Und hat am Ende so eine Leistung von 4 Kilowatt. Also ein Wasserkocher, ein besserer Wasserkocher, also nennen wir es zwei Wasserkocher, das haut dann hin. und hat damit dann einfach ein Experiment durchgeführt und hat damit einen kleinen Stirling-Motor angetrieben. Und das war nicht mal völlig, das waren wichtige Experimente gewesen, weil das hat man bis dahin noch nie gemacht. Man treibt so ein Ding ja, man will so ein Ding ja in der Schwerelosigkeit betreiben. Und wenn du möglichst einfach einen Reaktor bauen willst auf der Erde, dann machst du das so, dass du einfach irgendwie ein Kühlmittel da reinpackst und sowas wie Wasser, heizt das auf und dann sinkt die Dichte, weil es wird aufgeheizt und wenn die Dichte sinkt, dann steigt das von alleine hoch. Es kommt von alleine irgendwas Kälteres, das eine höhere Dichte ist, von unten nach, wird dann aufgeheizt und dann hast du Konvektion und du kannst damit deinen Reaktor kühlen. Und das geht in der Schwerelosigkeit halt nicht, weil da ist es völlig egal, was für eine Dichte deine Flüssigkeit hat. Die bewegt sich deswegen auch bloß nicht, weil die Dichte, der Auftrieb durch die Dichte ist halt immer nur eine Frage von Gravitation und die hast du halt nicht. Also muss man sich was anderes ausdenken und man hat Heatpipes benutzt. Früher bei dem Snap 10 hat man eine Pumpe mit integriert gehabt. Man hat das ganze Ding mit flüssigem Natrium betrieben und man hat halt ein flüssiges Metall und dann kann man mit elektrischer Induktion da eine Pumpe bauen, die keinerlei bewegliche Teile hat. Also das Einzige, was sich an dieser Pumpe bewegt, ist dann tatsächlich die Flüssigkeit, die man pumpt, was durchaus sehr elegant ist. Das braucht dann halt immer noch eine extra Elektronik und wenn man dann ein Elektronikproblem hat, wie damals in diesem einen Satelliten, dann funktioniert das Ding halt nicht mehr. So eine Heatpipe, die braucht einfach überhaupt keinen Strom, die funktioniert von alleine.
Und ja, hat man aber noch nie benutzt gehabt. Und man hat auch noch nie einen Reaktor mit einem Stirling-Motor benutzt. Stirling-Motor ist. Stirling-Motoren, das klingt sowas wie aus so einer Steampunk-Geschichte. Ja, so ungefähr, ne? Hat ja auch einen Kolben, ne? Also ist so ein bisschen fast schon wie eine Dampflok im Weltall, ne? Bloß ohne Dampf. Eine Atomdampfmaschine im Weltall. Ja, so ungefähr, bloß halt ohne Dampf. Obwohl, naja, der Dampf ist halt nicht Wasserdampf, es ist Natriumdampf. Also ich würde mal behaupten, daher, Atomdampfmaschine ist Folgentitel. Jo, ja, also hat halt noch nie jemand gemacht. Normalerweise werden Kernreaktoren mit irgendwas, mit irgendeinem Generator betrieben, der kontinuierlich Wärme entzieht. Und das Ding hat halt einen Kolben, der sich hin und her bewegt und mit jeder Bewegung mal ein bisschen Wärme entzieht. Und dann ist so ein Reaktor nicht unbedingt stabil. Beziehungsweise, er ist schon stabil, in der Theorie. In der Praxis auch, aber das weiß man halt, das kann man jetzt erst ganz sicher sagen, seit man das halt mal gemacht hat. Und das hat man 2012 mal gemacht. Damals hat dieses kleine Ding übrigens 700 Watt Leistung gehabt. Also 700 Watt Heizleistung und hat irgendwie 35 Watt Strom erzeugt. Also sehr, sehr wenig. Für einen Laptop hätte es gereicht, wenn er sparsam ist. ja. Verdammt, es ist ein sehr langes Thema und ich habe wieder zu viele kleine Details überall drin. Ja, übrigens, der Name von dem Ding nennt sich DUF. Demonstration Using Flattop Fission, aber natürlich geht's um das Bier von Homer Simpson. Also, was sonst. Mhm. So, ja, wie gesagt, was man benutzt hat, ist eine Heatpipe. Bei dem Experiment war sie mit Wasser gefüllt. Obwohl man so irgendwie mit 250 Grad operiert hat. So ein Heatpipe funktioniert ja so, dass man auf der einen Seite deine Hitzequelle hat und da verdampft man sozusagen in dem Fall das Wasser, hat dann die ganze Heatpipe voll mit Wasserdampf und auf der kalten Seite, da wird das Wasser dann wieder flüssig. Kalt ist natürlich in dem Fall relativ, die kalte Seite sind immer noch 250 Grad. Und man fragt sich jetzt vielleicht so ein bisschen, okay, flüssiges Wasser, 250 Grad, wie geht das? Naja, das geht, indem man 40 Bar Druck im Inneren hat. Und dann wird das da auch flüssig. Dann bleibt es da auch flüssig. Zuvor hat man das Zeug alles getestet, auch mit höheren Temperaturen und sehr viel höheren Drücken. Also nicht nur mit 40 Bar, sondern mit 4000 PSI, also 285 Bar. Um sich einfach sicher zu sein, dass einem das Ding nicht um die Ohren fliegt, weil die Heatpipes, die man da benutzt hat, die waren nicht unbedingt dafür gedacht. Stellt sich noch eine Frage. Auf der kalten Seite wird das jetzt flüssig, ist ja schön, aber wie kommt dieses flüssige Wasser jetzt wieder zurück? Auf der Erde ist es ganz leicht. Du stellst das Ding einfach senkrecht hin und machst die kalte Seite oben hin und dann läuft das von alleine zurück. Aber diesen Luxus der Schwerkraft, den hat man im Weltall ja nicht unbedingt. Und da hat man einfach in der Mitte so eine Art Docht. Kleine Kapillaren letzten Endes, die das Wasser, das flüssige Wasser dann durch die Kapillarkräfte wieder zurück zur heißen Seite bringen. Und funktioniert. Funktioniert nicht nur mit Wasser, es funktioniert tatsächlich auch mit flüssigem Natrium. Das sind so die Dinge gewesen, die man früher bei den Experimenten schon getestet hatte. Bei den anderen Reaktoren, die nie als Reaktoren gebaut wurden. Und da kann man natürlich viel höhere Temperaturen erreichen, weil Natrium verdampft dann halt erst bei, ich weiß nicht, 800 Grad oder noch ein paar mehr. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, aber irgendwas in der Größenordnung. Ich glaube, unterhalb von 1000 Grad. Mhm. Und kannst es halt damit machen. Dann hast du auch nicht mehr ganz so viel Druck drin, weil, ja, du kannst halt bei minimalem Druck letzten Endes laufen lassen. Ja, das Experiment ist damals geglückt mit DAF. Und dann hat man irgendwann angefangen, einen echten Reaktor, einen richtigen Reaktor zu bauen, der dann auch für den eigentlichen Einsatz gedacht ist.
so zylindrisches Ding, so 30 Zentimeter lang, 11 Zentimeter im Durchmesser, komplett aus hochangereichertem Uran, also Uran-Molybdän-Legierung, was für einen Reaktor durchaus hilfreich ist. Weil wenn du jetzt ein normales Uran nimmst und du hast eine Kernspaltungsreaktion da drin, dann quillt das mit der Zeit etwas auf, also verändert die Form, und das willst du in einem Reaktor eigentlich überhaupt nicht. Deswegen benutzt man dann halt solche Legierungen. Gleichzeitig muss man gucken, was für eine Legierung man nimmt, weil es hat dann alles unterschiedliche Eigenschaften. Aluminium hat man sehr gern genommen, gerade so in Forschungsreaktoren, weil Aluminium nimmt nicht sehr viele Neutronen weg, hat dafür aber den Nachteil, dass die Dichte nicht mehr allzu gut ist. Dann wird das Ding ziemlich groß, und es wird nicht nur ziemlich groß, du hast dann auch das Problem, dass du noch mehr Uran brauchst, weil das ganze Ding ist nicht mehr so kompakt, und dann hast du nicht mehr so schnell die deine kritische Masse und alles so Kram, und dann hat man halt mit Molybdän das Ganze versucht, weil dann hat man eine höhere Dichte, und es ist irgendwie bei Molybdän gelandet. Erst bei Forschungsreaktoren, dann da. So, kleines Ding, ziemlich kompakt, und so gebaut, dass es erstmal überhaupt keine Kernreaktion machen kann. Nicht nur deswegen, weil man in der Mitte ein Loch hat, wo man so einen Steuerstab reinsteckt, der Neutronen absorbiert. Also du kannst den auch rausziehen und da passiert immer noch nichts. Du musst den nicht nur rausziehen, du musst ringsrum um diesen ganzen Reaktorkern auch noch einen Reflektor packen, der dann irgendwelche Neutronen, die eigentlich nach außen verloren gehen würden, wieder zurück in den Reaktorkern bringt. Und das ist sozusagen das Sicherheitskonzept von dem ganzen Reaktor auch beim Start. Nämlich, man bringt den Reaktorkern erst nach dem Start, erst wenn das Ganze alles losgehen soll, führt man den in diesen Reflektor ein. Und erst dann ist es überhaupt möglich, dass das überhaupt zu einer Kernreaktion kommen kann. Und dann kann halt auch beim Start erstmal überhaupt nichts schief gehen in der Richtung. Es sei denn, man hat schlecht gerechnet oder sich keine Gedanken gemacht und das Ding fällt einfach ins Wasser, weil Wasser ist an sich auch ein ganz guter Neutronenreflektor. Aber man hat das schon entsprechend ausprobiert und berechnet, so dass Wasser halt nicht ganz ausreicht. Also der Reflektor, den man dort benutzt hat, ist Beryllium, und Beryllium ist so ungefähr das Beste, wo gibt. Und wenn man letzten Endes so das Beste, wo gibt, nimmt, dann ist es halt scheißegal, wenn es irgendwo reinfällt, egal ob es Wasser ist, ob es nasser Sand ist oder sowas, was eigentlich sehr gute Neutronenreflektoren sind, es reicht halt nicht. Ist denn nicht halt Barium knapp alles gemacht. So ein guter Neutronenabsorber? Barium. Das wird auf jeden Fall zur Kontrolle von Atomen, also von, nicht im Weltraum, von den Atomkraftwerken. Borkarbid. Nee, Bor, genau, nicht Barium. Bor, ja, genau. Genau, ja. Borkarbid, das ist der Steuerstab, der besteht auch daraus, ja. Genau, und das, ja, genau, aber das ist in dem Fall. Es gibt noch verschiedene andere. Nicht gut. Silber wird gerne mal benutzt, also so Silber, Indium, irgendwas ist eine relativ beliebte Kombination. Cadmium wird gerne benutzt. Gadolinium wird gerne benutzt. Sind noch ein paar andere sicherlich. Also es gibt kannst halt durchs ganze Periodensystem gehen und jedes Element danach abklopfen, wie gut es irgendwelche Neutronen absorbiert, ne? Also ja, ne? Einfach mal davor halten und schauen, was passiert, oder wie? Ja, genau, so hat man das ja auch damals gemacht. und so ein Kernreaktor hat damit einen echten Vorteil, weil ein Reaktor, der noch nicht gelaufen ist oder der nicht viel gelaufen ist, der ist nicht übermäßig radioaktiv. Der wird halt erst dadurch radioaktiv, dass da irgendwie Zeugs drin gespalten wird. Und dann hat man die Spaltprodukte und die sind radioaktiv. Aber die müssen halt erstmal drin sein, und was nicht drin ist, kann nicht raus. Und dann hat man so dieses Phänomen, dass alle Leute Angst haben vor Kernreaktoren. Dabei sind die halt beim Start ziemlich harmlos. Ganz im Gegensatz zu so einer Radioisotopenbatterie, die man wirklich ernsthaft schützen muss. Es gab mal einen Vorfall 1964. Da gab es einen Navigationssatelliten namens Transit 5BN3.
sowas ähnliches wie ein GPS-Satellit, bloß etwas primitiver. Man merkt schon, also 1964, also das war so, gehörte zu den ersten Dingen, die man gemacht hat, weil Navigation ist extrem wichtig. Und ja, geht halt immer so um Frage von, um so Fragen von, es gab damals das Konzept von Funkfeuern zur Navigation von Flugzeugen so in der Nacht. Und man hat das praktisch dann auf Satelliten übertragen. Nur, ja, 60er Jahre, man hatte damals noch nicht unbedingt die Sache mit den Solarpanelen rausgehabt. Mhm. Und deswegen hat man eine Radioisotopenbatterie in diese Navigationssatelliten eingebaut. Und die meisten davon funktionieren problemlos in irgendwelchen Orbits da oben. Nur bei einem Start, nämlich jenem bewussten, gab es dann halt ein Problem. Das Ding ist abgestürzt und verglüht. Und das konnte man dann halt komplett auf der ganzen Welt nachweisen. Weil das halt wirklich in sehr kleine Teile, in sehr kleine Teile verglüht ist. Und ja, kann man dann, konnte man halt nach, konnte man nachmessen, einfach indem man ja mit sehr, also sehr, sehr präzisen Geräten und viel Zeit nachgemessen hat, kann man dann nachweisen, okay, es ist ein erhöhter Anteil an Plutonium 238 in bestimmten Bodenschichten halt. Entspricht übrigens so ungefähr ein Zehntausendstel von dem, was an Radioaktivität durch Uran in dem gleichen Boden drin ist. Also es ist nicht, es ist jetzt nicht, wir wurden dadurch jetzt nicht unendlich verstrahlt oder so. Aber es ist passiert und man hat sich so gesagt, okay, das ist jetzt einmal passiert. Es ist nicht so tragisch. Aber wir sollten das vielleicht nicht allzu häufig machen und hat sich dann hingesetzt und angefangen, die Dinger besser zu schützen. Und zwar so gut zu schützen, dass die auch den Wiedereintritt praktisch in einem Stück überstehen und ja, zumindest nicht in der Atmosphäre dann schon zerbröseln und so Staub werden. Und ja, je nachdem, also zum Beispiel bei Apollo 13 war so eine Radioisotopenbatterie mit dabei und die ist dann halt in Pazifik gestürzt, intakt. Also man hat dann auch Messflugzeuge losgeschickt, um zu gucken, ist da was in der Atmosphäre, hatte man nichts gefunden. Zum Problem kann das natürlich werden, wenn das irgendwie auf was Hartes drauf fällt, weil dann kann es kaputt gehen. Genau, Stein, Holz. Holz ist etwas weicher oder Stahl Wasser oder bei ausreichend hoher Geschwindigkeit. Mm, ja, sicher. Aber ich denke, das bleibt dann, müsste eigentlich ungefähr am Stück bleiben. Der Punkt ist, das Plutonium ist dort als Plutoniumoxid drin und das ist praktisch eine Keramik und ist dann halt kaputt. Ja, also ist ja, ist halt eine Frage. So heißt es, prinzipiell kann man das alles irgendwie wieder aufsammeln. Ist eine Frage, wie sehr das alles zerteilt ist, wie schwierig wird das Ganze, das alles aufzusammeln. Dadurch, dass man heutzutage sowas für interplanetare Missionen benutzt, ist das alles nicht mehr so das ganz große Problem. Man startet halt die Rakete sowieso in Richtung Meer. So heißen, das Ding landet bei einem Fehlstart höchstwahrscheinlich im Meer. Und das Risiko wird dann, ist dadurch halt doch sehr gesenkt, zumal man dafür natürlich auch Raketen benutzt, die relativ zuverlässig sind, wo es dann auch spezielle Sicherheits-, also wo man dann halt einfach bloß besser als üblich drauf achtet, dass das Ding nicht kaputt geht, ne? Ja. Ist natürlich trotzdem, also das Risiko ist natürlich trotzdem da und deswegen wäre ein Kernreaktor eigentlich sogar die bessere Option in der Richtung. So ein Kernreaktor hat so ein Hunderttausendstel der Radioaktivität pro Kilogramm. Ich habe mal so ausgerechnet, also die Mars Rover Opportunity und Spirit, die haben so mehrere kleine Heizelemente mit 2,3 Gramm Plutonium 238, einfach bloß um die Batterien warm zu halten. Und die haben mehr Radioaktivität als der ganze Reaktor beim Start mit 75 Kilogramm Uran an Bord. Also das ist schon viele Größenordnungen, sag ich ja, einfach und, mal. Ja, ne? Und wann kommt jetzt der erste Atomreaktor-Satellit?
Sobald es dafür eine Mission gibt. Gibt es eine und Planung? Vor allen Dingen, sobald das, sobald es Plutonium gibt. Nee, sobald der endgültige Reaktor überhaupt mal entworfen und gebaut ist, weil das ist jetzt erstmal noch der Prototyp. Heißt übrigens Krusty. Krusty der Clown. Erst Duff, dann Krusty. Man darf gespannt sein, wie der Reaktor am Ende heißt. Homer oder so. Hey, Homer wäre eine gute Idee, ne? Muss man sich bloß dann überlegen, wie er dann wirklich heißt. Irgendwas, das R ist schon mal mit Reaktor schon mal ganz praktisch, ne? Oder ist es Bart? High Orbit irgend sowas. Mission Option Reaktor. Was weiß ich. Also muss dann halt alles noch entworfen werden und dann ganz konkret gebaut werden. Aber man merkt so langsam, es ist dafür, dass es ein Kernreaktor ist, im Prinzip schon sehr wenig Aufwand betrieben worden. Es geht relativ schnell. Es ist durchaus so abzusehen, dass daraus tatsächlich mal was wird, im Gegensatz zu dem, was man davor hatte. Aber es braucht halt trotzdem eine Ewigkeit. Also seit 2010 werkelt man an dem Ding. Hat damals gesagt, ja, im Prinzip könnte das 2020 für eine Mission bereit sein. Man kann sich darauf verlassen, dass das 2020 noch nicht bereit sein wird. Also über 10 Jahre für einen Reaktor mit einer Leistung von 4 Kilowatt. Das ist schon eine Ansage, du, ne? Also klar, dahinter steht dann natürlich auch, dass der ganze Einsatz, dass das alles zigmal irgendwie simuliert wurde, überprüft wurde und sonst was. Aber es ist doch, es ist nicht mehr sehr effizient, wie das alles funktioniert. Zumal natürlich auch noch dazu kommt, im Prinzip hatte man da echt Glück gehabt. Ne? Man hat einen Reaktor gefunden, den es schon gab, mit dem man das alles schon mal ausprobieren konnte, brauchte dafür nicht noch mal eine extra Genehmigung. Also man braucht bloß für das Experiment die Genehmigung, nicht für den Reaktor. Und dann hat man einfach gesagt, ja, wenn wir jetzt den Reaktor von dort einfach rausnehmen und in dem gleichen Ding einen neuen Reaktor bauen, der genauso viel Leistung hatte wie der davor, nämlich 4 Kilowatt, dann brauchen wir zumindest schon mal keine zusätzliche Genehmigung für einen Standort für einen Kernreaktor mit 4 Kilowatt Leistung und hat damit irgendwie schon mal sehr viel Bürokratie gespart. Also man hat es schon wirklich bürokratisch so minimal wie möglich gehalten und trotzdem braucht das eine halbe Ewigkeit. Ich meine, ich will nicht sagen, man sollte zurückgehen, wie man es damals in den 40er Jahren gemacht hat, aber irgendwie irgendwas dazwischen wäre manchmal langsam ganz angebracht. Einfach ein bisschen, also Paranoia ist durchaus angebracht, gerade im Umgang mit irgendwelchen Kettenreaktionen mit Kernreaktoren. Aber da ist doch einiges auch überflüssig geworden. Also ich erinnere mich so ein bisschen daran, vom allerersten Kernreaktor überhaupt mit 100 Watt Leistung bis zum ersten Kernreaktor, mit dem dann das Plutonium für die Atombomben gebrütet wurde, mit 250 Megawatt Leistung, hat es 1 Jahr und 10 Monate gebraucht. Also. Naja, ist das gleiche wie von dem ersten, wie heißt es, Mercury-Flug bis zur Mondlandung und jetzt, wie lange sie schon an der SLS rumschrauben? Ja, ja. Einfach also, Technikschwund in der USA, Technik-Know-how-Schwund. Ich meine, das kann man so auch noch nicht sagen, weil bei uns ist es ja nicht besser. Man kann es ja nicht auf die USA jetzt beschränken, ne? Ja. Also irgendwie, man bemerkt eine gewisse Sklerose in diversen Institutionen. Also wie gesagt, ich bin absolut nicht dafür, dass man wieder diese Gung-Ho-Mentalität der damaligen Zeit einführt, weil zwischen dem ersten Reaktor und diesem 250-Megawatt-Ding, da lagen ja noch diverse andere Reaktoren, bei denen dann hinterher auch die Leute gesagt haben, Junge, 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 also dass da nichts schiefgegangen ist, das ist schon ein kleineres Wunder. Naja, ist auch häufig genug was schiefgegangen.
Ja, aber halt nichts sonderlich Größeres. Also es ist doch, es ist, also die Aufbauten, die man da hatte, die hingen doch manchmal schon sehr daran, dass derjenige, der daran experimentiert hat, genau wusste, was er tat. Aber das ist halt auch der Witz gewesen. Die wussten halt genau, was sie taten, weil das sind halt die Forscher gewesen, die sich von Anfang an damit beschäftigt haben und bei jedem Schritt sich gefragt haben, ist das jetzt genauso, wie ich mir das gedacht habe und wie ich das ausgerechnet habe. Und wenn irgendwas komisch war, dann haben die das halt auch sofort bemerkt. Und ja, später hast du dann halt so Leute gehabt, die in Behälter genommen haben, wo so eine Lösung aus irgendwie hochangereichertem Uran oder Plutonium drin ist, haben das Ding gekippt und sich gewundert, dass sie durch das Kippen eine insgesamt sehr viel kompaktere Form gekriegt haben und diese kompaktere Form dazu gereicht hat, eine Kettenreaktion auszulösen. Okay, die haben sich nicht sehr lange darüber wundern können und sind dann auch sehr bald gestorben, aber ja, es gibt da durchaus Unterschiede zwischen Leute, die das gerade frisch entwickelt haben und die ganze Theorie im Kopf haben und Leute, denen gesagt wird, hier macht mal XY. Ja, es ist sehr schwierig. Es ist ja, aber es ist auch sehr menschlich, muss man auch dazu sagen. Also Institutionen neigen ja doch dazu, sowohl erstmal aus Leichtsinnigkeit heraus überhaupt zu entstehen und dann irgendwann an sich selbst etwas zu scheitern. Wie war das? Parkinson's Law, ne? Irgendwie umso unwichtiger die Abteilung, umso größer wird sie. Das in Großbritannien, dieses Ministerium für die Verwaltung der britischen Kolonien, hatte nie so viele Mitarbeiter wie ganz am Ende kurz vor der Abschaffung. als es nichts mehr zu verwalten gab, weil keine Kolonien mehr übrig blieben. Ne? Trotzdem hatten die nie so viele Mitarbeiter. Ja, man muss ja aus den Kolonien wahrscheinlich die Mitarbeiter irgendwie im Heimatland versorgen. Ja, also. Ja, wie auch immer. Jetzt hast du fast 3/4 Stunde über Atomreaktoren geredet. Yay, dann habe ich ja schon mal geprobt. Wollen wir das noch vorziehen? Ja, kannst kurz erwähnen, dass du diesen Vortrag auch in ähnlicher Form, eine kürzere Version dieses Vortrages. Auf Englisch und ja, so ungefähr. Ich bin ja der Meinung, wir können das einfach. CCC. Ja. Es ist ja nicht so, als hätten wir schon 2 Folgen über Atomreaktoren im Weltraum gemacht. Oder Atomenergie. Reaktoren waren das ja keine. Also es ist jetzt sozusagen Teil 3 unseres Atom-Talks. Das kommt halt, das kommt davon, wenn irgendwie 2 Themen, mit denen, die mich irgendwie mal begeistert haben oder auch begeistern, aufeinander stoßen. Das ist dann halt eine unheilige Allianz. Naja, es ist ja auch kein abwegiges Thema, über das du jetzt geredet hast, aber es ist ja. Nee, ich denke nicht. Genau. Ja, also wie gesagt, auf dem CCC gibt es die CSOC Assembly. Genau. Das Chaos Space Operations Center. Genau. Da werden auch Vorträge sein. Also die haben so einen eigenen, die haben so genau, einen eigenen. Genau, also das ist ja, ich wurde da schon ich wurde dafür schon gescholten, dass es ja kein Vortrag ist, weil Vorträge sind ja nur die im öffentlichen Fahrplan stehen. Das ist eine self-organized Session, aber es ist ein Vortrag. Also Es ist ein Vortrag im Sinne des Wortes, es ist nur kein Vortrag im Sinne des 34C3, ganz große genau. Bühne und so, genau. Aber es wird trotzdem was vorgetragen, genau. Und zwar auch auf einer Bühne, und zwar einer kleineren Bühne. Genau, das ist die Open Infra Stage, also die ist einfach so eine Bühne, es wird ja dieses Jahr so ein offenes Konzept generell geben, und genau, du wirst einen Vortrag über 2 Dinge halten, gell? Ich werde 2 Vorträge halten. Ist dir langweilig? Ist mir zur Zeit so geplant. Nee, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob das eine schlaue Idee war. Ich bin mir da auch immer noch nicht ganz sicher. Ja, eigentlich fing es ja damit an, dass ich über Helium 3 mal einen Vortrag machen wollte. Den hatte ich ja auch offiziell eingereicht, und der ist dann wie irgendwie 90% oder wie viel auch immer abgelehnt worden. Und ja, der 2. kam jetzt irgendwie noch dazu. Mhm. Halt über Kernkraft im Weltraum. Eben weil ich jetzt halt, ich habe mich jetzt wieder da eingearbeitet, und man könnte ja eigentlich noch viel mehr darüber reden.
Ja, ist auch ein interessantes Thema. Also ich bin auch sehr gespannt über deinen Vortrag. Ich höre mir ja mal gerne auch die Folgen bestimmt noch mal gerne an, damit ich auch wirklich alles verstehe, was du sagst. Weil beim ersten Mal komme ich öfters nicht mit, aber es ist wie eine Kant-Vorlesung in Philosophie. Muss man auch ein paar Mal hören, bis man es verstanden hat. Ja. Ich habe immer noch Dinge rausgelassen, jetzt gerade fällt mir auf. Also ich habe noch nicht erwähnt, wie schwer das Ding eigentlich ist. Wie schwer ist es denn? So eine Vierteltonne, eine knappe Vierteltonne, inklusive Strahlenschild. Also der Reaktor alleine, so ich glaube 200, so 100, 130 Kilo, glaube ich. Und Strahlenschild nochmal 90 Kilo. Oben drüber. Mhm. Und im Prinzip, ich hatte irgendwo was gesehen, da hat jemand praktisch so einen Reaktor mit der zehnfachen Leistung mal projektiert und hat gesagt, und das wiegt dann ungefähr doppelt so viel. Das ist allerdings alles Gewicht ohne Radiator. Der Radiator ist, das müsste mit Radiator sein, weil 300 Kilo. Aha. Ja, also der Radiator, das ist das Ding, was das Ding am Ende schwer macht. Umso größer das Ding wird, umso leistungsfähiger das wird. Das ist sozusagen das, was bei einem normalen Kraftwerk der Kühlturm ist. Weil du kannst Strom nur gewinnen aus Wärme, indem du eine heiße Seite und eine kalte Seite hast. Und wenn du keinen Radiator hast, um irgendwas kalt zu machen, dann ist der Weltraum nicht tendenziell kalt? Ja, der ist kalt, aber der besteht aus nichts. Da ist also nur Vakuum. Du hast recht. Genau, und du musst die Wärme ja irgendwie loswerden und du kannst nur durch Strahlung loswerden. Und das heißt, du musst irgendwie dafür sorgen, dass eine möglichst große Fläche heiß wird und dann Wärme abstrahlen kann. Und das Dumme ist, die Effizienz ist abhängig davon, wie kalt diese Seite ist. Während die Effizienz des Abstrahlens der Wärme abhängig davon ist, wie heiß das Ding ist. Und im Prinzip will man für den Radiator haben, dass der möglichst heiß ist, damit er viel Wärme abstrahlen kann. Aber gleichzeitig will man, dass der möglichst kalt ist, damit damit dein Stirling-Motor möglichst effizient wird. Das ist dann halt immer so ein Ding, ne? Ja. Dann kommen wir mal, achso, ich will dann sagen, welchen Vortrag ich halte. Nämlich rede ich über New Space. Bis jetzt heißt er noch In Elon with Trust, aber ich glaube, ich ändere den Titel nochmal. Also es wird über New Space gehen, also diese Bewegung um SpaceX, beziehungsweise wo ja SpaceX ein großer Teil von ist. Aber ich will ganz bewusst den Fokus auf die ganzen anderen Firmen legen. Also Blue Origin, Planet Labs, Rocket Labs, Vector Space, also diese ganzen anderen Firmen und so schauen, einfach so eine Einführung, wie das aussieht, wie die Szene aussieht, was da gerade passiert, was das für die Zukunft bedeutet. Firefly und X-Core. Stimmt, Firefly habe ich bei meinen, ich werde auch ich habe X-Core und Arca und genau, Firefly kann ich auch noch mit reinnehmen. Und ja. Noch viel mehr wahrscheinlich. Ja, ja. Hier Blue Star, wie heißen die? Ich sag's mir nicht jetzt, ich muss es mir nachher aufschreiben. du musst ja eh noch meine Stichwortliste durchgehen. Genau, ja. Genau, das wird mein Vortrag sein. Und dann werden wir auch noch das machen wir am Schluss, die ganze Ankündigung. Ich mache jetzt mal mein langes Thema für diese Sendung, nämlich Soyuz 2.1b ist ja am 27. November gestartet, die Rakete ist erfolgreich gestartet, kann man ihr nicht vorwerfen, aber die Fregatt-Oberstufe, Fregatt M, hatte dann ein kleines Problem mit ihren Lagesensoren, was zur Folge hatte, dass die Oberstufe inklusive dem Meteor M-Wettersatelliten, ich glaube entwickelt unter anderem mit deutschen Wissenschaftlern beteiligt, abgestürzt ist. Und leider nicht auf die Art und Weise, dass man das Ding einfach nur neu starten könnte. Egal. Leider, es war dann. Es war mehr als ein Bluescreen. Ja, nee, ist es nicht. Es ist abgestürzt im Sinne von Litho Breaking. Ja, sorry. Ich war jetzt gerade so abgestürzt. Oh ja, stimmt, Software geht ja auch. Ja, genau.
sorry, schlechte Wortspiele, das sind etwas, dem ich nicht widerstehen kann. Genau. Und man hat sich jetzt so ein bisschen gefragt, woran das lag, weil das nicht sofort ersichtlich war. Und ich habe mir das mal durchgelesen und werde euch jetzt darüber berichten, weil es ist echt eine interessante Geschichte. Wenn man so einen Raketenstart beobachtet, dann sieht man ja häufiger, dass sich so eine Rakete rollt, also sich um die Achse dreht, die so vertikal durch die Rakete durchgeht, also dreht sich um sich selber, könnte man sagen. Genau. Und das kann man sehr schön immer sehen bei jedem Space Shuttle Start. Genau. Und das sagt ja, gibt es ja dann auch oft so, dass das Kommentar, wenn das ein kommentierter Livestream ist, so Roll-Manöver ist abgeschlossen. Und das wird gemacht, um die Hauptplattform mit den Sensoren in die richtige Position zu bekommen, damit die auf 0 Grad liegen. Oder? Okay, das wird am Boden gemacht. Außerdem das mit dem Space Shuttle, das ist irgendwie einfach aus aerodynamischen Gründen. So wie ich das verstanden hatte, das Ding wird auf eine bestimmte Art und Weise halt eingebaut. Ja. Und dann muss es vor dem Start in die richtige Position gedreht werden, damit es einfach physisch an der richtigen Stelle erstmal ist. Ja. Und auch um den Sensor, der da drin ist, zu eichen. Genau. Und was jetzt das Problem war, ist, das Ding startet, glaube ich, bei der Position 176 Grad. Und normalerweise wird das Ding einfach zurückgedreht auf 0 Grad. Nee, der eine wurde zurückgedreht auf 0 Grad, von der unteren Stufe, glaube ich. Und der andere war sozusagen auch 6 Grad daneben. Oder nee, 4 Grad daneben, das Problem, aber in die andere Richtung. Ja, das Problem ist das, dass es gibt zwei unabhängige Gyrosysteme von der Soyuz und von der Fregattstufe. Und die von der Fregattstufe war nochmal 10 Grad zusätzlich verdreht im Verhältnis zur Soyuz-Stufe. Und dann war halt insgesamt eine Drehung von 184 Grad vorhanden. Und jetzt sollte sich der Gyro wieder in die 0-Grad-Plattform drehen. Und das sollte er auf dem kürzesten Weg tun. Was bisher halt immer in die 0-Grad-Position ist. Aber der Gyro hat gedacht, das wäre doch viel schneller, wenn ich mich einfach auf 360 Grad drehe, was ja gleichwertig ist mit 0 Grad. Und dann bin ich ja auch schon wieder in der richtigen Position. Ja, stimmt. Was halt bloß der Computer nicht mitbekommen hat. Genau, übrigens, ich habe übrigens gerade das gemacht, was man in manchen anderen Fällen Mansplaining nennt. So, zum Glück sind wir ja beide zwei Männer. Genau, man merkt es halt, es liegt mir manchmal im Blut. Genau. Das tut mir dann jedes Mal furchtbar leid, wenn ich es mitkriege. Jetzt sonst lassen wir nicht, mal kurz weiterreden. Weil dann kriege ich es nicht mit. Okay. Und das muss ja während des Fluges passiert sein, diese Drehung. Weil sonst hätte der Computer das bemerkt, aber man hätte das. Ich hatte es so verstanden, wie das würde, dass das alles am Boden war, aber es kann durchaus sein, dass du vollkommen recht hast. Ja. Auf jeden Fall, der Gyro war halt in der umgekehrten Position, macht ja für den Gyro keinen Unterschied, aber der Computer hat sich gedacht, Moment mal, jetzt ist die Rakete ja um 360 Grad vom Kurs abgekommen. Genau. Ich muss kurz mein Alexa ausmachen, das reagiert nämlich auf das Wort Computer. und hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir hier volle Drehung einleiten. Wir sind ja 360 Grad falsch. Computer war nicht besonders schlau und ich hatte nicht gemerkt, dass 360 Grad vom Kurs Abweichung eigentlich egal ist. Und das hat bedeutet, dass die Fregattstufe sich einfach so frei gedreht hat und dann halt zerbrochen ist, beziehungsweise abgestürzt ist. Jo. So, warum ist das jetzt passiert? Das ist die Frage. Warum ist dieser Gyro in die 360-Grad-Position gesprungen, beziehungsweise warum hat das davor immer funktioniert? Also dieses Manöver machen die ja bei jedem Soyuz-Flug. Und das ist so passiert, dass nämlich, dass die Soyuz 2-1B ja das zweite Flug aus dem neuen Kosmodrom Vostochny ist. Jo. Und da der erste in Richtung Pol, oder?
Das kann auch sein, genau. Das andere war ja, genau. Und da weiß war, nicht mehr, was der andere war. Das ist, ist mir jetzt ist auch egal. Da ist das, ist die Stadtplattform anders ausgerichtet als bei Baikonur, Plesetsk oder Kourou. Und dort ist nämlich, die, sind nämlich diese Drehungen im Bereich von bis zu 140 Grad und nicht bis zu 184 Grad. Und deswegen ist das dort nie passiert. Und das haben, und das war ein Problem, was man hätte vorher beheben können. Also ist ja einfach eine Sache, wie man einen Computer programmiert. Beziehungsweise, dass man dem Gyroskop sagt, dreh dich halt immer in die Nullposition und nie in die 360-Grad-Position. Ja. Und das ist, also das ist einfach passiert, weil das Kosmodrom an einem anderen Ort steht als bei Baikonur, Plesetsk oder Kourou. Und das hätte man natürlich vorher bemerken können, hätte man vorher bemerken sollen. Und hätte man anders testen müssen. Wahrscheinlich hat man das komplett nur simuliert im Computer. Nee. Und das Problem nicht, war auf der bürokratischen Ebene. Nicht mit Hardware in the Loop. Ich hab's doch, recherchiert, Frank. Okay, nee, dann ich bin gespannt, weil davon habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Also als ich bin ja auf Russian Space Web und der zitiert aus Navasti Cosmo Naftiki, was sowas wie das Raumfahrt.net Forum ist auf Russisch. Hm. Wie heißt die Seite? Raumfahrer. NASA Spaceflight? Nein, das war. Nee, Raumfahrer.net. Raumfahrer.net. Genau, also sowas wie das russische Raumfahrer.net oder das NASA Spaceflight Forum auf Russisch, das Navasti Kasmanavitki. Kasmonavitki. Genau, so rum. Ist auch egal. Und da hat jemand gepostet, dass, es einfach schlechte Kommunikation zwischen RKTS Progress, die Firma, die dieser Use baut, und NPO Lavochkin, pardon my Russian, entschuldigt mein Russisch und mein Englisch und ich weiß gerade nicht, was los ist. Also es gab schlechte Kommunikation zwischen diesen beiden Firmen. Es gab irgendwie ganz viele Rechtsprobleme zwischen diesen beiden Firmen, wurden ständig Sachen bestätigt und nochmal bestätigt, also verschiedene Verträge, die man dann abgeschlossen hatte. Genau, und da ist einfach dieses Memo, was gesagt hat, hey, ihr müsst diesen Computer neu programmieren, weil das Launchpad anders ausgerichtet ist, das ist einfach untergegangen. Und die Ingenieure, die an diesem Projekt direkt gearbeitet haben, wussten nicht, dass dieses Problem besteht. Und die Manager, die sozusagen die Übersicht hatten, die waren technisch gar nicht dafür qualifiziert. Ja, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche, was auch bei dem ersten Ariane 5-Start schiefgegangen ist, ne? Da gab es ja auch irgendwie, da gab es ja auch das technische Dokument sowieso, ne? Das dann im Regal hinten links, genau. Weißt du, irgendwo drinne steht und alle haben es gesagt, ja, hier, da müsst ihr aufpassen. Und hat halt keiner mitbekommen. Genau. Also hier schreibt er, die tieferen Grade von Ingenieuren haben einfach das Detail übersehen und die Top-Manager wussten gar nicht, dass das Problem existiert, weil sie einfach nicht die nötige Qualifikation dazu hatten. Ja. Also das ist jetzt auch nur Hörensagen, das ist irgendwie aus diesem russischen Raumfahrtsforum, aber ich denke, wenn es hier Anatoli Zack zitiert, dann wird das schon irgendwie ein Gewicht haben. Ist halt Lagesensoren ist irgendwie nicht so die Stärke von russischer Raumfahrt. Wir erinnern uns an den Protonflug, wo ein Lagesensor einfach falsch rum eingebaut wurde, der dann einfach gesagt hat, dreh mal lieber um. Und dann geht er halt Richtung Erde. Ist halt eine Frage von Testen auch, also mit Hardware-Testen und nicht nur mit Software. Ja, aber das ist halt so ein Mini-Problem, also mit großer Auswirkung, aber dass einfach der Gyro irgendwie dann in die 360-Grad-Position. Immerhin, weißt du, immerhin war es ein relevantes Teil. Es war ein relevantes Teil in der Hardware und es war ein relevantes Teil in der Software. Die Ariane 5 ist damals abgestürzt, weil irgend so ein Stück Kontrollsoftware, was nur noch drin war, das noch nicht mal mehr benutzt wurde, das wurde für gar nichts mehr benutzt, ne? Da ist so eine Variable, irgendwie hat es einen variablen Überlauf gegeben. Das wäre sogar für das Programm scheißegal gewesen.
Aber es gab dann halt so eine Meldung: Achtung, Vorsicht, hier ist irgendwas im Programm schiefgelaufen, da ist eine Variable übergelaufen. Ich halte jetzt mal das Programm an. Ja. Das ganze Programm, obwohl der Programmteil nirgendwo benutzt wurde. Also es ist nochmal eine Spur peinlicher, was damals abgelaufen ist in der Ariane 5. Aber ja. Ja. Ja, das ist eigentlich ein sehr spannendes Problem. Also ja, ja. Natürlich schade um den Satelliten und so die ganze Rakete an sich. Aber so, also das durchzulesen, das war schon ein bisschen, ich hab, glaube ich, laut aufgelacht, als ich das dann gelesen habe, weil es ist schon sehr lustig. Ja, aber ist halt ein altes Problem, ne? Es gab auch mal irgendwie ein Problem, da wurde die Erdrotation nicht korrigiert, glaube ich. Ja, ja. Ist auch auf der Startrampe, ist das aufgefallen. Ja, irgendwie ein bisschen komische Variablen, aber keine Abweichung. Ja, macht mal. Ja. Mhm. Ja, es ist auch sehr schön. Es gibt hier auch sehr schöne so Grafiken von den ganzen Achsen und Ausrichtungselementen an so einer Rakete. Also wird schön gezeigt, was Yaw ist, was Pitch ist, was Roll ist. Das ist auch so auf sich eine Ebene, das muss man ja alles bedenken, auch so aus in welche Richtung die Fairings sich separieren. Also schön, ist eine schöne Zeichnung hier auch drin, kann man sich gerne mal anschauen. Aber sonst, ja, der Fehler lag einfach daran, dass das hier der Gyro zu weit gedreht wurde und dass das davor einfach nie so weit gedreht wurde. Also wie gesagt, bei den anderen drei Startplätzen für eine Soyuz-Rakete, also Baikonur, Plesetsk und Kourou, da geht man halt nur bis 140 Grad und bis dahin springt dann halt der Gyro halt immer noch in die Dingenskirchen. In die kürzere Richtung. Genau, in die kürzere Richtung. Jo. Ja, und wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass ich dir irgendwie über den Mund gefahren bin, völlig unberechtigt. Und es tut mir jedes Mal leid, zumindest wenn es mir auffällt. Ja, sorry nochmal. Ja, ja. Also wir sagen das, also ich habe das auch schon öfters mal gesagt, auch nach der Sendung, noch nie in der Sendung, weil es mir meistens erst hinterher auffällt. Ja, also wie gesagt. Das ist mir durchaus bewusst und es ist mir auch echt peinlich, aber ich konnte es in dem Moment dann nur noch irgendwann mitkriegen und mich entschuldigen. Sorry. Nee, passt ja alles. Ist ja alles in Ordnung. Jo. Ja, also das war mein Soyuz-Thema. Ich habe jetzt leider keine Dreiviertelstunde drüber reden können. Aber ja. Lest the fucking Memos. Ja, das, wie gesagt, das hätte der ESA auch schon ein paar Probleme ersparen können. Nicht alle, aber ein paar. Ja, das ist ja genauso wie beim Lunar Lander, wo die erst eine runde Luke eingebaut haben. Und die sind dann bis zur Stufe, wo sie schon mal 3D-Modelle davon hergestellt haben, so im Miniaturmaßstab, sind sie schon gekommen. Und dann mussten erst mal ein paar Astronauten kommen und meinten, schwierig, weil wir haben halt eckige Raumanzüge mit Rucksäcken und wir kommen halt durch diese runde Luke einfach nicht durch. Hier so das eckige muss durchs Runde, so was so kleine Kinder gern spielen. Ja, ja. Das haben die dann auch nicht sofort bemerkt. Ja, und wir erinnern uns natürlich alle noch an den Mars Polar Lander. Ne, was mit dem passiert? Das war die Sache mit dem Pfund und so oder was auch immer, also mit den Einheiten umrechnen. Musst du schon erzählen, du darfst nicht nur drauf rekuieren, du musst schon erklären, was es ist. Wie war denn das? Es gab da auf jeden Fall ein Problem mit der Umrechnung von metrischen zu imperialen Systemen. Ich weiß nicht mehr, ob es Fuß und Meter waren oder ob es Pfund und Kilogramm waren. Jedenfalls hat es ausgereicht, dass das Ding halt gnadenlos versägt hat, bevor es beim Anflug auf den Mars, bevor es bremsen konnte. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe es nicht mehr völlig im Kopf. Ja, oder wir erinnern uns an Schrapnelli. Nee, warte, das war gar nicht Mars Polar Lander. Sondern? Das war irgendeine andere Sonde. Die hieß anders. Mars Polar Lander, die hatte ein anderes Problem gehabt. Die hat nämlich gedacht, beim Ausfahren der Landebeine
dass in dem Moment schon Bodenkontakt war, weil die Sensoren, die für den Bodenkontakt da waren, beim Ausfahren halt ja halt geschüttelt wurden und haben damit einen Messwert gemessen, der aber nicht ausgefiltert wurde. Hm. Ja, und weil er nicht ausgefiltert wurde von der Software, wurde halt gesagt, ja, okay, Bodenkontakt, alles aus. Wir stehen. Halt ein paar Kilometer über der Oberfläche, was ein bisschen ungünstig war. Ja, wir erinnern uns an Schrapnelli, der war ja ein ähnliches Problem mit dem Sensor. Ja, ja, also. Ja, apropos automatische Filterung, hast du gesehen, dass gehört, dass in Grönland eine Temperaturmessstation, die hat so hohe Werte rausgegeben, dass der Computer das als Fehlmessung gelöscht hat, aber es hat tatsächlich gestimmt. Nö. Also irgendwie in Grönland wird es so warm, dass der Computer denkt, es sei ein Fehler. Die haben manchmal Föhnstürme und so. Also heißen witzigerweise vom Eisschild her kommt ein Wind und bläst den runter und dann wird er komprimiert. Ja, einfach weil unten, ja. Weil einfach unten höherer Luftdruck ist, ne? Föhn halt. Und dann wird es auch manchmal warm auf Grönland. Zwar so richtig. Ja. Gut, was willst du denn jetzt als nächstes besprechen? Ich hatte es vor langer, langer Zeit, hatte ich versprochen, mal über das Mars Base Camp von Lockheed Martin zu sprechen. Ja. Und das ist mir echt kurz vor der Sendung siebenteils eingefallen, dass ich darüber ja reden wollte. Weil ich habe darüber einen Artikel geschrieben und der wird im nächsten Jahr, in der ersten Ausgabe vom nächsten Jahr von der Flugrevue irgendwie erscheinen. Was soll man sagen? Wir wollen ja alle zum Mars. Und sprich nur für dich selbst, bitte. Rede ich. Also, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass ich da nicht an Bord sein möchte. Ja. Okay, wir hatten ja schon mal über diesen Deep Space Gateway gesprochen. Und ja, im Prinzip ist das Gleiche. Von der Idee her ist es ganz ähnlich. Man schickt halt eine ganze Raumstation zum Mars rüber. Und bleibt dann eine Weile im Mars-Orbit und haut dann wieder ab. Ja, das Ding besteht aus mehreren Modulen, also erstmal hast du zwei Habitat-Module für die Crew, wo auch Fracht mit drin ist, wo sie drin schlafen können. Die Dinger heißen Crew-Modul. Es gibt dann noch das Habitat-Modul. Das ist ein größeres Ding. Also diese Crew-Module sind so 40 Kubikmeter, glaube ich. Mhm. Und das Habitat sind sowas wie 300 Kubikmeter. Also es ist schon ein richtig großes Ding eigentlich. Ich glaube irgendwie so 7 Meter Durchmesser. Ich muss mal eben suchen, ob ich meinen Text wieder nochmal finde. Verdammt, ich habe mich nicht vorbereitet. Der Punkt ist, vom Mars her ist es halt so groß, dass es bei der SLS-Rakete oben reinpasst. Okay. Ne? Also, ja, das Ding ist halt etwas größer im Durchmesser als alles, was man bis dahin hatte. Abgesehen von sowas wie Skylab, was halt mit der Saturn-5-Rakete geflogen ist, die halt auch entsprechend groß war. Und bietet entsprechend viel mehr Platz. Und es gibt noch ein zweites Modul, das Labormodul, das praktisch das gleiche ist, aber das wird vorausgeschickt. So heißen, man schickt schon mal ein bisschen Hardware in Richtung Mars mit Ionentriebwerken, weil braucht länger, aber braucht nicht so viel Startmasse, weil ist halt viel effizienter und kann dann schon mal gucken, zumindest ferngesteuert nachschauen, ob das alles funktioniert hat mit dem Anflug und ob innen alles dufte ist und so, bevor man dann die Menschen losschickt. Die Menschen kommen praktisch zu so einer Mini-Raumstation im hohen Erdorbit, die halt wie gesagt aus diesem Habitat besteht, aus diversen Solarzellen, aus den zwei Crew-Modulen und aus zwei Orion-Kapseln. Und insgesamt ist das Innenvolumen, so 40% von dem, was auf der ISS ist. Oh. So.
jetzt, also von dem Raumschiff, mit dem die zum Mars fliegen wollen. Der Flug dauert sowas wie 9 Monate. Dann bleiben sie eine Weile beim Mars und fliegen dann irgendwann wieder zurück und der Rückflug dauert dann nochmal 10 Monate. Und du sollst jetzt nicht glauben, dass die da zwischendurch noch landen werden. Alles, was so vorgesehen ist, dass man einen kurzen Ausflug macht zu einem der Marsmonde, entweder Phobos oder Deimos, mit so einer komischen Konstruktion, ja, mit der in die praktisch so ein Astronaut eingespannt wird, die ihn zuverlässig von der Oberfläche fernhält, damit er keinen Staub aufwirbelt. Hat mich nicht sehr überzeugt. Der Hauptzweck der Mission soll wohl sein, einen Rover auf der Marsoberfläche zu steuern. Und man sollte meinen, okay, das macht vielleicht Sinn, weil man ist im Marsorbit, das heißt, man kann fast in Echtzeit das Ding steuern. Signale bis zum Mars brauchen ja irgendwas zwischen, reicht nicht 5 Minuten bis über eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie weit er gerade weg ist. Also so heißen, ja, Sekundenbruchteile oder viele Minuten, sollte man eigentlich meinen, ist man viel effizienter, aber das hat natürlich alles Grenzen, weil alles, was du steuerst, ist am Ende ein Rover unten auf der Oberfläche und du bist komplett an die Fähigkeiten dieses Rovers gebunden und du kannst nur sehr begrenzte Aktionen durchführen, auch wenn du viele Monate Zeit hast dafür, ist es halt am Ende dann doch begrenzt. Und es gibt so Studien von der NASA, wo man dann geguckt hat, ja, also ungefähr 5-mal so viele Beobachtungen im gleichen Zeitraum. Ich meine, das ist mehr, klar. Aber wenn man sich so den Aufwand überlegt, also der Aufwand sind eine ganze Reihe von SLS-Raketen, die starten müssen. Erstmal um die Habitate, um das Habitat und die Crew-Module und die Orion-Kapseln in diesen hohen Erdorbit reinzubringen. Und dann noch um die aufzutanken, weil um zum Mars zu kommen, brauchst du über 200 Tonnen Treibstoff. Soll übrigens Wasserstoff und Sauerstoff sein und da sollen dann noch Kryokühler dazukommen, damit die halt die Tanks halt entsprechend kalt halten, damit der flüssige Wasserstoff auch flüssig bleibt. Die Tanks dafür sind übrigens um diese Crew-Kabinen angeordnet, dienen dort dann gleichzeitig auch noch als Strahlenschutz für den Fall, dass man in irgendeinen Sonnensturm reinkommt. Ja, ist ein riesengroßer Aufwand, braucht diverse Starts von SLS-Raketen, weil so 50 Kilo viel mehr bringst du nicht an Treibstoff pro Start in hohen Erdorbit rein. Und das alles nur, um dann sozusagen die Produktivität von so einem Rover um einen Faktor 5 zu erhöhen, ist doch sehr fragwürdig. Also einfach mal 5 Rover anstatt nur einen da hochzuschicken, ist dann doch irgendwie effizienter. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir ja auch schon mal, ne? Dezent. Dezent, ganz dezent. Aber wäre nicht der Vorteil, dass man Erfahrungswerte sammelt, wie so ein Langstreckenflug auf Menschen einwirkt? Also man muss das ja immer mal ausprobieren. Das auf jeden Fall, aber das kann man genauso gut in dem Deep Space Gateway machen und ist gleichzeitig etwas näher an der Erde dran. Und vor allen Dingen, der Flug dauert 2 Jahre. Über 2 Jahre, knapp 1000 Tage. Ich glaube, irgendwie 970 waren es. Und die ganze Zeit sind die in der Schwerelosigkeit. Es gibt so noch eine geplante Mission, dass man sagt, okay, beim zweiten Flug fangen wir irgendwie dieses Raumschiff ein. Ach so, das Raumschiff. Wenn das in den Marsorbit kommt, wird das praktisch in der Mitte getrennt und dann kommt dieses Labormodul, das schon gestartet wurde, praktisch mit rein, so dass man halt insgesamt so eine kleine Raumstation gebildet hat. Und für den Rückflug muss das dann wieder ausgeklinkt werden. Und ja, und halt wie gesagt, in der ganzen Zeit sind die in der Schwerelosigkeit. Und für den zweiten Flug, wenn man das Raumschiff dann wieder einfängt,
hat man gedacht, ja, vielleicht könnte man dann ja zwei Landefähren mit schon mal zum Mars schicken, mit denen dann bei der zweiten Mission die Leute mal kurz zum Mars runterfliegen können. Und zwar für 10 Tage. Dann hat man halt das Problem einfach, die Leute hängen so lange in der Schwerelosigkeit rum, können sich nicht regenerieren, sind in einem extrem kleinen Raum eingepfercht. Also, wie gesagt, weniger als das halbe Innenvolumen der ISS für 6 Leute. Also, ich will da echt nicht dabei sein. Und es ist halt, es ist wirklich, es geht sehr an die Grenze dessen, was überhaupt möglich ist. Da gibt es dann auch so lustige Notfallszenarien. Was machen wir eigentlich, wenn dieses Habitat kaputt geht? Dann müssen alle Leute sich in diese Crew-Quartiere drängeln. Und dann hast du plötzlich das Szenario, dass du in diesem kleinen Crew-Quartier, ich glaube, es waren 70 Kubikmeter oder so, und halt in der Orion-Kapsel dann halt sich alle Leute drängeln müssen für 10 Monate, bis sie wieder auf der Erde sind. Alles, ja. Gut, ich glaube allerdings auch nicht, dass es sonderlich geräumig in den SpaceX-Raumschiffen sein wird. Das wird so vielleicht nirgendwo. Nee, aber die haben immerhin den Vorteil, dass der Plan ist, dass man zum Mars fliegt und sofort auf dem Mars landet und dann erstmal sowas wie Schwerkraft hat, sowas wie Umgebung hat. Das heißt, man kommt auch mal wieder raus. So ein bisschen zumindest. Ja, also der Sinn der Mission hat sich mir nicht so ganz erschließt sich mir nicht so ganz. Wie gesagt, fast alles, was man dort machen kann, was halt zum Beispiel den langfristigen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit angeht, das kann man wunderbar auf diesem Deep Space Gateway machen und muss dazu nicht unbedingt bis zum Mars fliegen. Wo es halt einfach nur A, gefährlich ist und B, extrem lang ist. Und zwar viel länger, als das unbedingt nötig wäre, wenn man einfach direkt auf dem Mars landet und eine Weile auf der Oberfläche bleibt und dann zumindest eine gewisse Schwerkraft hat. Also ich finde das alles etwas merkwürdig und unausgegoren. Ausgegoren ist natürlich der technologische Teil. Das ist klar, also die Technik, die dort benutzt wird, die ist sehr konservativ ausgelegt, so wie ich das einschätze. Da ist einfach nichts Besonderes, also da ist ja keine Magic Source oder irgend sowas dabei, also da ist einfach so klassische Raumstationstechnik, die da verbaut wird und was soll man sagen, Ich bin damit irgendwie etwas, ich bin damit nicht warm geworden. Was soll ich sagen? Also ich bin da nicht sehr überzeugt von. Aber das ganze Ding funktioniert ja eh erst, wenn SLS funktioniert. Ja, A funktioniert und B viele Starts hinlegen muss, ne? Und das wird also extrem teuer für den Spaß. Also ich glaube, ich glaube, das Deep Space Gateway ist zurzeit eher die wahrscheinlichere Option. Ja, habe ich ja schon gesagt, also politisch ist das echt super, Deep Space Gateway. Ja, also auch praktisch, also es ist halt praktisch einfach so, ja, du kannst halt den ganzen Scheiß testen. Im Prinzip ist das halt ein Raumschiff, das halt bloß nicht wegfliegt, bleibt halt an einer Stelle und fliegt genau in der Umgebung, in der auch so ein Raumschiff dann fliegen wird. Und jeder kann sagen, ja, wir wollen zum Mond und seht her, es ist in der Nähe vom Mond. Man kann sagen, ja, wir wollen zum Mars, seht her, es ist genau in der Umgebung, die wir brauchen für ein Mars-Raumschiff. Ist doch super. Ja, also ich finde es auch spannend, wie das jetzt im letzten Jahr Form angenommen hat, das Deep Space Gateway. Ja, aber das lief schon länger, also seit 2007, glaube ich, halt als Nachfolger der ISS sozusagen, als Nachfolgeprojekt. Ja, aber so die Timeline und wie das aussieht und was da passieren wird, das ist ja so erst im letzten Jahr bekannt geworden. Mhm. Ja. Also finde ich schon spannend. Das ist schon jetzt so ein richtig realistisches Ding. Vor allen Dingen, es braucht nicht unbedingt SLS. Weil du hast dort, du hast im Deep Space Gateway, glaube ich, nicht unbedingt ein sehr großes Modul dabei,
Du kannst das komplett aus Modulen aufbauen, die so in der Größenordnung der ISS sind. Und dann brauchst du kein SLS. Dann kannst du auch mit einer Falcon Heavy das Ganze machen. Mhm. Oder mit sowas wie der New Glenn, die da auch irgendwann mal fliegen soll. Mhm. Ja. Und ja, aber ich glaube, die Timeline von der NASA ist schon, dass sie das mit den ersten richtigen SLS-Flügen hochhiefen. Na, mit den ersten richtigen SLS-Flügen wird ja erstmal Orion getestet. Ja, aber ich meine halt nach den Exploration-Missions. Das wird man sehen. Es gibt doch diese Timeline, das ist doch schon alles vorgeplant. Ja, ob das dann wirklich passiert. Ich bin bei SLS jetzt ein bisschen pessimistisch. Ja, ich auch. Aber über kurz oder lang werden die schon was bauen. Die werden es einfach jetzt, ja. Wir müssen mal mit den Themen vorankommen, Frank. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Dann komm, machen wir mal den SpaceX-Block. Elon genau, Musk. Den obligatorischen. Was soll man dazu schon sagen? Wieder Mars. Wir sind schon wieder bei Mars. Ich bin noch bei einem Tesla. Ja, der soll ja in Richtung Mars, ja, ganz ja, grob in Richtung ja. Mars. Also fangen wir mal von vorne an. Also Falcon Heavy soll ja jetzt Anfang Januar nach aktuellem Stand fliegen. Und Elon Musk hat gesagt in einem ersten Tweet, sie werden die blödestmögliche Nutzlast, the most silliest payload auf diese erste Falcon Heavy packen, weil da will man ja nichts Richtiges drauf tun. Wir schauen zur ESA. Das hat er seit Jahren irgendwie, hat er das gesagt. Ja, genau. Und jetzt hat er auch verraten, was er drauf tun will, nämlich einen Tesla Roadster, also die Nein, nicht einen. Seinen. Wie seinen? Seinen. Seinen eigenen, seinen privaten, ja. Ja, gut, also ja, ich habe mir schon gefragt, wie das, also kauft dann SpaceX einen Tesla Roadster oder wird er von... Nein, ja. er nimmt seinen eigenen. Ja, also seinen Tesla Roadster in Midnight Cherry, also dunkelrot, wird auf die Falcon Heavy gespannt und der spielt während des Fluges Space Oddity von David Bowie. Und wurde das jetzt, hat er das bestätigt? Er hat das auf jeden Fall, ich erzähle die Geschichte von vorne, Frank. Okay. Hat er das bestätigt? Ja, genau, und dann, also hat er so rausgetwittert und die ganze Weltraumpresse so, bitte was, hallo, haben bei SpaceX angerufen, so, stimmt das eigentlich, was da euer Chef twittert? Und die so, ja, ich meine, wenn es der Chef sagt, wird's schon stimmen. Dann haben das bestätigt, ohne halt Rücksprache mit irgendjemandem zu halten, also die Pressestelle von SpaceX. Mhm. Und dann hieß es auf einmal, nee, war ein Witz, also wir werden keinen Tesla Roadster draufpacken. Ah, und dann hat, glaube ich, hier der Bad Scientist, der Bad Astronomer, Fraser. Phil Plait, genau. Hat dann Elon Musk kontaktiert, der hat irgendwie da, der kennt ihn ja irgendwoher. Ich glaube, der sollte mal irgendwie, war konzentriert. Er hat einfach bloß auf Twitter geschrieben. Ja, aber der hat nochmal mit dem direkt gesprochen, also telefoniert. Okay. Und dann hat Elon Musk ihm gesagt, also er ist da die quasi Primärquelle, dass sie das schon ernst meinen. Und dass es so gemacht wird, und sie wollten ihn erst in einen Mars-Orbit schicken, was erstmal schon nicht geht, weil dann bräuchten sie ja irgendwas, womit sie den bremsen, also quasi am Mars vorbeifliegen lassen. Und also was der aktuelle Plan ist, dass man das einfach mit einem Hohmann-Transfer, also einem sehr energiearmen Manöver in die Nähe des Mars-Orbits schiebt, aber dieser Tesla Roadster wird dann auf Ewigkeit zwischen den Planeten kreisen, ohne Gefahr zu laufen, irgendwas mit Tesla-Autos zu verseuchen. Also dieses Auto wird nie irgendwo draufknallen. Jo. Genau. Außer beim Start halt vielleicht auf die Erde. Genau, aber Elon hat ja gesagt, es gibt eine 0% Chance, dass die Falcon Heavy explodieren wird. Er hat, eigentlich hat er doch gesagt, sowas wie eine nicht zu vernachlässigende Chance, dass es kaupt geht, ne? Ja, hat er nicht sowas von, irgendwas hat er von Non-Zero oder Zero? Nee, es ist eine sehr ordentliche, okay. es ist eine durchaus große Chance, ja. Dass da was schief geht. Deswegen sollte da halt nichts besonders Teures sein. Ne? Wie irgendwelche Cluster-Satelliten im Wert von 400 Millionen Euro? Ja, das ist, also dagegen ist ein Tesla Roadster schon spotbillig. Ja, vor allem gebraucht, ne? Ist ja ein gebrauchtes Fahrzeug. Ja, ist ein Jahreswagen, also
Im Grunde, es könnte man auch ein Opel nehmen. Oder ein Renault, was ja die ESA gemacht hat. Nee, das war nicht die ESA, das waren die Franzosen. Ach, das waren die Franzosen, genau, die Franzosen haben ja mal ein Renault auf eine Rakete gebaut, aber die dann nie gestartet, leider. Genau. Mhm. Das war die Diamantrakete. Oh, das war noch das vor ESA. Das. Ja, das ist so. Nachdem die Eldo gescheitert ist mit der Europa-Rakete, haben die Franzosen ihre eigene Rakete erstmal gebaut, um erstmal überhaupt eine zu haben, mit der man Satelliten starten kann. Und das war die Diamant. Und irgendeine Version davon gibt es halt ein Bild, wo man obendrauf so ein Renault gepackt hat. Genau. Fand ich sehr schön. Ja, im Grunde ist das schon eine ganze Geschichte mit diesem Tesla Roadster. Also Elon hat das getwittert, die Pressestelle hat es bestätigt, dann dementiert und dann hat es Elon nochmal bestätigt. Ja. Alle waren verwirrt und es bestätigt meiner Annahme, dass man Elon Musk nichts glauben darf, bevor es nicht von SpaceX bestätigt wird. Also ich bin der Meinung, dass Elon Musk nur noch das Maskottchen von SpaceX ist und nicht. Ja, wieso? Nee, er hat es doch vor langer Zeit schon gesagt, dass er halt nach der Silliest Possible Payload sucht, ne? Also ja. Nach irgendwas. Ist, was auch ganz interessant ist, ich habe einen Artikel gelesen, der sich die Frage gestellt hat, ich glaube, es war auf The Verge, darf man überhaupt ein Auto in den Weltraum starten? Ja. Es zeigt, dass es ein Bedarf an mehr Regulierung der privaten Raumfahrt braucht und irgend sowas. Genau, weil ich glaube, da ist einfach bloß irgend so, da wurde irgendwie von irgendwelchen Leuten die semi-religiösen Gefühle verletzt. Ja, aber ich finde das schon, also tu das mal nicht so ab, weil gut, es ist jetzt ein Auto, es ist jetzt kein Problem und ja, haben wir auch nichts Böses vor. Aber nachdem, also es gibt ja, also wenn du eine Rakete startest, musst du anmelden, irgendwie von der FCC musst du in den USA Erlaubnis bekommen für die Funkfrequenzen und alles und von der FAA natürlich auch, also von der Flugadministration und alles Mögliche. Aber sobald deine Payload die Rakete verlässt, also entkoppelt wird, hat dann niemand mehr Jurisdiktion darüber. Dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja, aber das heißt schon mal, dass jemand reguliert hat, was du überhaupt draufpacken darfst. Und ich muss sagen, solange wie das nicht irgendwie längere, ja, wenn du es von den tonnenschwere Stücke aus Stäbe aus Wolfram sind oder so, Rods from God und so, da geht das schon. Naja, aber stell dir mal vor, das wird jetzt aus internationalem Gewässer gestartet. Also zum Beispiel Sea Launch. Ja, aber es ist halt ein Tesla. Es ist ein 1,5 Tonnen Stück Technik, was da gestartet wird. Und ja, also die Oberstufe alleine wiegt leer 4 Tonnen. Ne? Wiegt so viel wie 3 Teslas fast. Ja. Tesla Roadsters. Satelliten mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen ist. Ja, ist nichts Besonderes, überhaupt nicht, nicht im Ansatz. Beschwert sich keiner, da ist giftiges Zeug drauf, noch und nöcher, tonnenweise. Hat sich noch nie jemand beschwert und jetzt wird ein ziemlich harmloses Ding da gestartet und plötzlich reden alle Leute von Planetary Protection und sonst irgendwas. Naja, das mit der. Also mit der Planetary Protection, das war schon vorher ein Thema. Das ist ja schon ein Thema. Ja, aber ich meine, es kam dann so die Diskussion auf, ja, wieso startet man das Ding denn überhaupt? Es tut ja gar nichts. Es ist ja völlig sinnlos. Und ja, nee, aber das mit der Planetary Protection ist schon wichtig. Also. Ja, ich werde mir auch ein Teil, also so das Fazit meines Vortrags auch, also es gibt ja den Weltraum Outer Space Treaty, der ja sagt, kein Nationalstaat darf irgendwie über die Oberfläche des Mondes für sich beanspruchen, aber was ist jetzt, wenn jetzt eine Firma sagt, hier, das ist Firmengelände, hier dieser Mondkrater? Das ist, ja klar, aber das ist was völlig anderes. Ja, aber das ist ja später, also das hat ja alles mit diesem Private Commercial Space Flight zu tun. Ja, aber in dem Fall ist es halt einfach bloß im Prinzip wurde da wirklich einfach bloß dadurch, dass es halt ein Auto ist und kein Satellit,
wurden jetzt plötzlich irgendwelche Maßstäbe plötzlich angelegt, die für keinen Satelliten gelten würden. Also ja, hätten die jetzt gesagt, ja, wir haben hier irgendeine Raumsonde zusammengestöpselt und packen die jetzt einfach mal da hoch, hätte keine Probleme gegeben, überhaupt nicht. Ne? Und jetzt plötzlich kommen hier Diskussionen auf, ja, was passiert, wenn das Ding wieder zurück zur Erde stürzt? Verglüht halt. Ja, also so wie jedes andere Ding, aber weil es halt ein Auto ist, wird da plötzlich ein riesen Aufriss drum gemacht. Ja, ich merke, da bist du ein bisschen empfindlich gerade. Ja, ich bin da ein bisschen empfindlich gerade, weil da halt mit zweierlei Maßstäben gemessen wird. Und da bin ich immer empfindlich. Ja. Gut. Ja, sorry, das ist so ein bisschen, also, das... Gehen wir mal weiter. Ja, genau. Wir wollten eigentlich noch über die Zuma-Payload sprechen, aber es gibt einfach, also die wurde ja verschoben, weil sie irgendwie Probleme hatten. Also das ist ja diese super, super geheime Payload, die SpaceX starten soll für die Air Force, glaube ich. Ja. Die wurde jetzt ja mehrfach verschoben. Und Lockheed Martin. Ah, Lockheed Martin, aber halt super geheim. Und findet ja jetzt erst im Januar statt auch. Und es gibt einfach keine gescheiten Artikel dazu, weil niemand genau weiß, was jetzt das Problem ist, weil sie halt nicht darüber reden wollen. Ja, es heißt einfach nur irgendwie, die Nutzlastverkleidung hat ein Problem. Man hat das Problem wohl behoben und das war's. Gleichzeitig übrigens, es gibt auch ein Problem mit der Rakete, die jetzt CRS-13, ja, glaube ich, genau, soll. Aber das ist irgendwie, da waren irgendwie Fremdobjekte in der Gasleitung. Da hat man irgendwas in der Treibstoffleitung gefunden, das man da nicht haben wollte. Und jetzt muss das Ding wieder inspiziert werden. Genau, und ich glaube, nicht früher als der 15., also diesen Freitag. Ja. Auch eine Meldung aus dem SpaceX-Universum, dass der Launch-Komplex 40 wurde repariert. Das ist ja die Startplattform, auf der letztes Jahr der Amos-6-Satellit sein Ende fand. Und den haben sie jetzt sozusagen, ist jetzt fertig repariert worden. Und die Sache ist ja die, SpaceX hat ja in Cape Canaveral zwei Startplätze, nämlich Launch Complex 40 und 39. Und 39 sollte ja konvertiert werden das Launchpad muss umgebaut werden, damit da die Falcon Heavy drauf starten kann. Und bevor Amos 6 oder die Rakete mit Amos 6 explodiert ist, war der Plan, dass sie Launch Complex 39 komplett zumachen für den Umbau und ihre normalen Falcon 9 Raketen von Launch Complex 40 starten. Und das ging jetzt ja nicht, weil Launch Complex 40 ja zerstört war. Und jetzt hieß es im Sommer noch, dass die Falcon Heavy kann erst starten, wenn Launch Complex 40 repariert wird, damit man dort die Falcon 9 starten kann, damit man Launch Complex 39 umbauen kann. Ja. Aber wie du mich jetzt im Vorgespräch informiert hast, haben sie ziemlich anders gemacht, nämlich sie haben weiterhin von LC-39 Raketen gestartet und immer zwischendurch umgebaut. Genau, alles was irgendwie ging, haben sie gemacht und haben damit praktisch die Zeit reduziert, dieses dann irgendwann mal richtig schließen müssen. Und genau. Auf die Art und Weise wäre man dann irgendwann dahin gekommen, aber gab ja jetzt andere Probleme mit den Raketen und die hatten jetzt erstmal Vorrang. Tja. Was ich irgendwo gelesen hatte, ich hab den Artikel nicht mehr da und ich weiß auch nicht mehr, wo das war, war, dass das eigentlich ziemlich gut war für SpaceX, weil die haben jetzt das Launchpad 40 nicht einfach nur neu wieder aufgebaut, so wie es war, sondern die haben das auch gleichzeitig verbessert, so dass eine höhere Startfrequenz möglich ist. Also so, dass halt dass man öfter Triebwerke testen kann, dass man nicht ständig neu reparieren muss und also hier diesen Flame Trench, also wie heißt das Ding? Dieser Graben, wo die Abgase von den Triebwerken halt abgeleitet werden. Flammenkanal. Ja, weiß nicht, irgend sowas. Geht ja jedes Mal so ein kleines bisschen kaputt und man hat das Ding jetzt etwas besser ausgebaut, sodass mir aushält. Ja. Jo.
Und ja, man ist damit eigentlich jetzt sehr zufrieden, weil man dann hofft, in den nächsten Jahren eine höhere Startfrequenz als geplant zu haben. Genau, es waren ja dieses Jahr schon gut dabei und bis jetzt ist ja auch noch nichts explodiert, bis halt das eine Triebwerk, aber das hing ja nicht an der Rakete. Also Klopf auf Holz, sie haben ja noch eine Chance, eine Rakete zu schrotten. Sie haben noch zwei Chancen. Wieso? Ach nee, Zuma ist ja nächstes Jahr. Zuma ist erst Januar. Also unfallfrei seit 2016 und haben schon eine ziemlich hohe Kadenz jetzt hingelegt dieses Jahr und wollen, glaube ich, nächstes Jahr verdoppeln. Ja. Ach nee, Iridium Next kommt noch, aber das ist Vandenberg. Tada. Okay. Ja, aber was, ja, das ist aber trotzdem. 23. Dezember. Kurz vor Weihnachten. Ja, kurz vor Weihnachten. Sehr schön. Also SpaceX macht Dinge. Wenig verwunderlich und vielleicht willst du jetzt als nächstes reden? SpaceX hat Dinge getan. Es gibt ja noch die. Okay, Trump. Ach Gottchen. Nee, wollen wir nicht erst Blue Origin machen? Blue Origin? Das dauert ja nicht lange. Blue Origin. Ach so, ja, die Rakete, über die man am besten auf Englisch redet, weil dann kann man sagen, dass sie wurde erected on a Launchpad. Dieses Wortspiel kann man ja auf Deutsch leider nicht machen. ja, die New Shepard ist wieder mal geflogen. Mit der Crew Capsule 2.0, also der neuen Kapsel. Muss ich sagen, das erste Mal seit 14 Monaten. Das erste Mal seit 14 Monaten, ja, ist halt das letzte Mal irgendwann im Herbst letztes Jahr geflogen. Wahrscheinlich, ich schätze mal, die brauchen einfach genau so lange, um so eine neue New Shepard-Rakete zu bauen. Die brauchen einfach ziemlich lange dafür. Ja, also das ist. Weil es ist ja erst die dritte, ne? Ist interessant, ich finde das interessant. Blue Origin ist ja 2 Jahre älter als SpaceX, aber die haben halt nicht den Druck, dass sie jetzt irgendwann demnächst grüne Zahlen schreiben müssen oder schwarze Zahlen schreiben müssen, weil die einfach den reichsten Mann der Welt als Chef haben. Ja, genau. Das ist so, ja, wir haben das Geld. Ne? Genauso wie Virgin Galactic sich halt nicht genötigt gefühlt hat, nach diversen tödlichen Unfällen den Testbetrieb einzustellen, weil Richard Branson hat das Geld. Und wenn der nicht will, dann hören die auch nicht auf. Ja. Ja, was natürlich irgendwie alles verzerrt wäre, das heißt, dass letzten Endes technische Konzepte, die eigentlich vielleicht nicht so schlau sind, nicht vom Markt verschwinden, einfach bloß, weil man halt irgendwie starkköpfige alte Männer hat, die zu viel Geld haben, die dahinter stehen. Bisschen schade ist das, ne? Ja. Genau, Blue Origin hat die New Shepard gestartet und hatte auch einen Passagier. Genau, Mannequin Spacewalker. Nicht Mannequin Skywalker? Nein. Wieso habe ich dort Spacewalker reingeschrieben? Ja, du hast vollkommen recht, Skywalker. Ja, Mannequin Skywalker. Ich hab Spacewalker hingeschrieben, ich habe abgeschrieben, was ich geschrieben habe. Ich war da wohl geistesabwesend. Genau, also die Puppe hieß Mannequin Mannequin Skywalker, wahrscheinlich ob der Chance von schweren Verbrennungen bei Landung. Keine Ahnung. möglich ist es. Ja, es waren wohl auch noch ein paar andere Experimente an Bord, Freiflugexperimente von Nanorex, gibt keine Details dazu. Ja, ich glaube, die waren schon auch bei anderen, das waren auch so, ich glaube, beim ersten Blue Origin Flug waren dann auch so sehr interessante so Studentenexperimente dabei, die einfach so, genau. Wie verhält sich einfach Dreck im ich glaube, das Experiment hieß sogar Boring, wie verhält sich Dreck in der Schwerelosigkeit? Das war ganz spannend. Also es waren coole kleine Experimente. Ja, die haben dort halt auch ein bisschen mehr Zeit. Die haben genauso viel Zeit wie auf normalen Höhlenforschungsraketen. Na, eigentlich weniger. Also es gibt ja so Mikrogravitationsexperimente auch einfach auf Höhenforschungsraketen. Die fliegen allerdings teilweise sehr viel höher als nur 100 Kilometer. Und dafür ist dort sehr viel weniger Platz drin. Also, das muss man einfach sagen. In der Kapsel ist richtig viel Platz. Die hat auch richtig große Fenster. The biggest windows to space. Ja, ja.
Heißt das offiziell? Ja, stimmt auch, die sind ziemlich groß. Ja, die sind groß. Und, naja. Ein Touri-Schiff, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Ja, ich hab ja auch in meiner News-Meldung heute früh geschrieben, Touristenrakete, ne? Mhm. Und, ja, im Prinzip ist es das, ne? Ja. Klar, das Ding muss Vakuum aushalten können, weil du hast da oben nicht mehr viel Luft. So jenseits von 8-9 Kilometern wird es dann schon langsam sehr, sehr dünn. Und bei 100 Kilometern erst recht. Also das muss es können, aber was es nicht abkönnen muss, ist die gleiche Hitzebelastung, die du bei einer normalen Kapsel hast. Weil beim Wiedereintritt erreicht das Ding Mach 3,74, glaube ich, als maximale Beschleunigung. Und beim Start sind es Mach 3. Und beim normalen Wiedereintritt bist du halt bei Mach 28 dabei. Ja, das sind andere Größenordnungen. Völlig andere Größenordnungen. Und ja. Also so richtig viel muss das Ding nicht aushalten. Landet recht sanft. Nach Art der Soyuz allerdings halt langsamer. Ich glaube, die können dort einfach größere Fallschirme verbauen im Vergleich zur Kapsel, glaube ich. Weiß ich nicht. Irgendwie kriegen die es jedenfalls hin, dass die Aufprallgeschwindigkeit bei 1,6 km/h liegt. Also so gut wie nix. Ja. Und die New Shepard, naja, ist halt im Vergleich zur Falcon 9 Erststufe ja vollkommen überbaut. Weil, ja, das Ding muss halt nicht viel leisten, ne? Dreifache Schallgeschwindigkeit und kommt dann halt recht langsam runter, kann dann ganz lässig erstmal über dem Landepad schweben und dann langsam sich absenken. Den Luxus hat SpaceX echt nicht. Aber die haben ja schon, wenn sie zurückkehren müssen, erreichen die schon Mach 6. Und dann kommt halt dieses ganze Manöver mit nochmal neu zünden, also Raketentriebwerke nochmal neu zünden, damit man zurück zum Startplatz kommt, was ja Blue Origin mit der New Shepard nicht braucht. Der ganze Kram kommt halt alles noch dazu und da haben die schon die doppelte Geschwindigkeit. Und ja, bei der Landung auf der, also im Meer, auf dem Drohnenschiff, ja, dann erreicht sie auch mal mehr als achtfache Schallgeschwindigkeit. Also das ist eine völlig andere Größenordnung, was die technische Leistung angeht. Aber hübsche Touristenrakete und langsam aber sicher mit vielen Jahren Verspätung gibt es dann wohl auch bald mal Touristenflüge ins Weltraum, ins Weltall, also was halt schon seit Ewigkeiten angekündigt wurde, seit der Ansari X Prize 2004 vergeben wurde. Wir erinnern uns, Spaceship One, yep. Virgin Galactic und so. Ja, ja, es ist uralt und damals war so eine Aufbruchsstimmung. Ja, nur ein paar Jahre und dann können hier auch Touristen fliegen und ja, es sind jetzt 14 Jahre fast. Also nächstes Jahr sind es 14 Jahre und so schnell wird da auch kein Mensch mit fliegen, ne? Also, ja. Okay. Kleine Raketen. Es gab einen Vortrag von dem Chef von Vector Space Systems, wo ich mich sehr herzlich drüber amüsiert hatte. Wer da was gesagt hatte, ja, wir haben unsere Rakete auf eine suborbitale Höhe geschossen. Knapp 3 Kilometer. Ah ja, das war das, wo ich dann kommentiert habe, ja, also im Grunde, wenn du hüpfst, bist du auch schon suborbital. Ja, ja, klar. Also ich habe kein Problem damit, dass Blue Origin sagt, okay, wir sind suborbital mit 100 Kilometern Höhe, so knapp Weltraum. Okay, ja, fein, kann man so sagen. Es ist zwar, okay, in dem Fall, der Flug kam nicht in Weltraum, kam nicht ins Weltall, waren nur 98 Kilometer, glaube ich, oder 99. Also nicht ganz 100. Aber das ist schon noch berechtigt, ne? Aber bei 3 Kilometern Flughöhe von einer Suborbital Trajectory zu reden, ist doch gewagt. Und dann hieß es, ja, wir mussten die Rakete aus dem Dschungel herausholen. Junge, der Dschungel ist der ganz normale Wald, der Forst, besser gesagt, weil es halt so bewirtschaftet auf Wald halt, so
ja, zur Holzgewinnung im Umland von dem Camden Spaceport, wie er heißt, ja, wo das Ding halt gelandet ist, ein paar hundert Meter weiter oder so. Die meinten, es hat eine Dreiviertelstunde gebraucht, das Ding zu finden. Ja, gut. Also, ja, das war eher lächerlich. War ein Vortrag über New Space. Ja. Ja, vielleicht kann ich mir da das ein oder andere abgucken. Absolut, mach das mal. Das lohnt sich. Es ist sehr symptomatisch, der Typ. Ja, 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 das ist ja die große Frage, ob wir auf eine schöne Blase zusteuern, beziehungsweise schon mittendrin sind. Hast du schon in Bitcoins investiert? Dein ganzes Vermögen in Bitcoins angelegt? Das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Ich habe gehört, auch Ethercoins geht gerade schön durch die Decke. Und Litecoin. Ja. Oh ja, also die sind halt, seit die jetzt an der Nasdaq sind, also ja. Ich sage ja, also ich schließe es nicht aus, dass Bitcoin noch auf $1 Million kommt und dann so eine Subprime-Mortgage-Krise mit auslöst oder was in der Größenordnung. Also das Interessante ist ja, also ich wette, dass das System wird irgendwann crashen, wenn einfach irgend so ein Bitcoin-Milliardär, also zum Beispiel die Winklevoss-Zwillinge, einfach entscheiden, ich mache mal alle meine Bitcoins zu Geld. Und dann stürzt der Preis wieder auf 100 Dollar für einen Bitcoin ab. Also ich empfehle dafür ein Buch. Moment, ich schicke dir nachher den. The War Before the War? Nein, nein. The Storm Before the Storm. Ach so, von Mike Duncan. Bestellen Sie jetzt sofort. Ich hoffe, er hat das gesagt. Hast du mal Mike Duncan angeschrieben, ob er dir ein Rezensionsexemplar schickt? Ich habe mir eins gekauft. Ah ja, aber ich habe noch eins. Ich habe mir das Ding gekauft. Dieses Buch ausnahmsweise mal nicht. Das ist, da kommen wir nachher bei Trump nochmal zurück. ich meine die Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds von einem Herrn McKay, veröffentlicht, glaube ich, im Jahr 1848 oder so, womit wir wieder bei Mike Duncan sind, der natürlich in seinem Revolutions-Podcast gerade die Revolution von 1948 hat. Also irgendwie so Mitte 19. Jahrhundert kam dieses Buch raus. Und die ersten drei Kapitel sind sehr empfehlenswert. Da geht es nämlich, im dritten Kapitel geht es um die Tulpenkrise von Holland, 16. Jahrhundert. Und im ersten Kapitel geht es um das Mississippi-Scheme. Und im zweiten Kapitel um die South Sea Bubble. Die South Sea Bubble war der Ursprung von dem Wort Bubble für Wirtschaftsblasen. Aha. Aus gutem Grund. Das Ganze war alles sehr verrückt. Ich kann das nur sehr empfehlen. Also South Sea Bubble. Kann man auch einfach mal googeln. Mississippi Scheme genauso. Im Prinzip ist das alles gewachsen aus den Ideen von einem gewissen John Law, dessen Bild ich vertwittert habe, falls es dir aufgefallen ist. Ist dir das aufgefallen? Bild, ich hatte es kommentiert mit, was hat er alles gehabt? Stöckelschuhe, hautenge Hosen. Ah ja, das habe ich gesehen. Ein Rock, eine Perücke mit Dauerwelle und ganz klar ein Frauenheld. Frauenheld, frühes 18. Jahrhundert halt, ne? Eigentlich eine traurige Geschichte. Der ist der Sohn von einem Goldschmied und Banker gewesen. Und im Alter von 17 Jahren ist sein Vater gestorben. Und dann ist er halt, ja, reich wie er war, ist er nach London abgehauen und ja, er war auch recht schlau, hat viel Glücksspiel gemacht, hat beim Glücksspiel auf der einen Seite ist er sehr schlau gewesen, weil er halt die ganzen Wahrscheinlichkeiten berechnet hat. Auf der anderen Seite ist er recht dumm gewesen, weil er halt jede Menge Vermögen sowohl gewonnen als auch verloren wieder hat. Ist dann irgendwann in Duell verwickelt worden und hat jemanden erschossen dabei und war dann in England nicht mehr wohl gelitten. Ist dann in ganz Europa unterwegs gewesen, in diversen Spielhallen, Banken und sonst was. Also war dann sehr gut vernetzt und ja, ist dann irgendwann in den französischen Staat gekommen, als der nämlich völlig pleite war. Und hatte die tolle Idee gehabt, hey, wir können hier was machen. Wir geben Schuldscheine aus, die gedeckt sind mit dem Gold. Genau, die sind gedeckt mit der Goldwährung, die man halt hatte in Frankreich.
Und das lief alles so gut, bis der König, was damals irgendwie der Regent für Ludwig den 15. war, der damals noch ein Kind war. Es war kurz nach dem Tod von Ludwig dem 14. Und ja, klar war da Frankreich gerade pleite, ne? Nach Sonnenkönig und Co. Das lief alles so lange gut, bis der König, der dann halt die Idee hatte, hey, wir können doch einfach noch viel mehr so eine Scheine drucken, ne? Sind ja genauso viel wert wie Gold, aber irgendwann waren die halt nicht mehr gedeckt. Mhm. Und ja, das hat dann irgendwann ausgeartet. Gleichzeitig hatte man die Idee gehabt, dass man Aktien verkauft für die Mississippi Company. Ich meine, Frankreich hatte ja mal Kolonialgebiete am Mississippi, deswegen ist New Orleans, heißt New Orleans, New Orleans, ne? Das neue Orleans. Hat dann halt den Leuten versprochen, ja, da ist jede Menge Gold und sonst irgendwas und die Aktien von dem Ding sind natürlich durch die Decke gegangen. Und da gab es dann jede Menge Szenen, wo halt Leute sich gegenseitig totgetrampelt haben wegen irgendwelchen Aktiengeschäften und sonst irgendwas. War ein totaler Wahnsinn. Und in England lief sowas Ähnliches genau zur gleichen Zeit ab, wo halt diese South Sea Company versprochen hat, ja, wir können jetzt mit Südfrankreich handeln. Und die Spanier haben uns hoch und heilig versprochen, wir haben jetzt bald freien Handel mit den spanischen Kolonien. Bloß die Spanier wussten davon nichts. Und auf die, da gab es dann halt dann auch so diese South Sea Company mit Aktien, die entsprechend durch die Decke gingen und jede Menge andere, also irgendwie, da sind so die Dämme gebrochen, weil halt völlig klar war, da ist einfach, da steht nichts dahinter. Und so der Gipfel war dann, als jemand vorgeschlagen hat, verdammt, kriege ich das jetzt nochmal hin, wo jemand gesagt hat, an extremely profitable venture, nobody to know what it is. Ja, also hat jemand gesagt, ja, investieren Sie hier, es ist extrem profitabel, niemand darf wissen, worum es geht. Ne, und hat halt gesagt, ich gebe Aktien aus, die 100 Pfund wert sind, und nach einem Jahr gibt es 200 Pfund zurück, jeden Monat gibt es nochmal 100 Pfund zurück. Ne, also du investierst 100 Pfund und kriegst dann jeden Monat 100 Pfund. Ja. Ist ja super, ne? Und hat gesagt, ja, bitte kaufen Sie die Aktien, bitte vorbestellen Sie die Aktien jetzt gleich für den lächerlichen Preis von 2 Pfund. Dann wurden ein paar tausend Aktien gekauft. Der hat irgendwie 10.000 Pfund oder was in der Größenordnung, oder 5.000 Pfund an Einnahmen gehabt. Zu einer Zeit, als das richtig, richtig, richtig viel Geld wert war. Also so Jahresgehälter bewegten sich so bei ein paar Pfund für einfache Leute, ne? Und der wurde nicht wieder gesehen. Ja, also das war eine total verrückte Zeit damals. Sehr zu empfehlen. McKay, ich kenne den Vornamen von dem Typen nicht. Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds. Guckt einfach bei uns auf der Seite, wird verlinkt. Okay. Als kostenlos zu lesendes E-Book. Wenn du es mir in die Shownotes schreibst. Projekt Gutenberg. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. Hören Sie jetzt live, wie Frank die Shownotes schreibt. Fertig. Gut, dann wenn du außer Gefecht gesetzt bist, rede ich ganz kurz über Arecibo. Das war ja auch, goldene Überleitungsbrücke, war ja auch außer Gefecht gesetzt, nachdem Hurricane, oh Gott, ich habe vergessen, welches war. Irma, glaub ich, oder? Über Puerto Rico gefegt ist und es wurde ja beschädigt, es hat ja ein paar Antennen abgerissen. Und am 1. Dezember, und das ist ganz spannend, es war ja dann nicht klar, ob das Arecibo überhaupt nochmal wieder eröffnet wird oder jetzt einfach eingestellt wird, weil die National Science Foundation, die das Arecibo betreibt, ist ja wie immer in akuter Geldnot und es wurde schon öfters kontempliert, ob man Arecibo zumacht und die Beschädigung des Ganzen und des Hurricanes war jetzt auch wieder eine gute Gelegenheit, um das mal zu überlegen und es war tatsächlich in der Schwebe, ob Arecibo je wieder in Betrieb genommen wird.
Und am 1. Dezember fiel dann Entscheidung, dass Arecibo weiterbetrieben wird. Da waren sehr viele Leute auch sehr glücklich. Also wenn man sich da die Tweets zu dem Thema anschaut, da ist vielen Leuten ein Stein vom Herzen gefallen. Und am 12. Dezember hat dann Arecibo seit dem Hurrikan die erste Beobachtung gemacht, nämlich den Asteroiden 2007 AG in der Größe 300 Meter, und der wird am 26. Dezember mit einer Entfernung von 0,56 astronomischen Einheiten an der Erde vorbeifliegen. Das war die ganze Meldung. Jo, cool. 0,56 astronomische Einheiten. Ich dachte, das Ding hätte näher fliegen. Ich gucke mir das mal an. Ich bin jetzt bloß gerade etwas verwirrt. Wieso? Egal. Weil ich gedacht hätte, die Auflösung reicht nicht, um da was Sinnvolles zu machen in der Entfernung. Ja, jetzt haben sie ja nur gemessen, dass er da ist. Also. Ah, so. Die haben keine Bilder gemacht. Nein, keine Bilder. Es war so ein Ausschlag auf so einer Kurve. Ah, okay, alles klar. Gut, dann ist alles gut. ich hatte ja mal der hawaiianisch benannte interstellare Asteroid. Da hatte ich mal ausgerechnet, dass der praktisch nicht aufgelöst werden kann von Arecibo. Ja. Also auch unter den günstigsten Voraussetzungen nicht. Es gibt übrigens von Arecibo tolle Bilder von Merkur mit einer Auflösung von sowas wie 1,5 Kilometern. Mhm. Also Radarbeobachtungen auf dem Merkur mit so einer Auflösung. Es ist schon geil. Ja. Das war die ganze Meldung. Also Arecibo funktioniert und es wird auch weiter betrieben. Also das wusste ich gar nicht, dass das so in der Schwebe hing. Aber ja, gut, dass es passiert ist. Ich wusste, dass es schon länger in der Schwebe immer mal hing, und es war mir sofort klar, okay, das könnte ein Problem sein, aber ich hatte von den ganz konkreten Querelen jetzt nicht viel mitbekommen. Mhm. Ja, dann. Ja, machen wir noch schnell Rocket Labs. Ja. Weil das nervt mich jetzt etwas. Die haben jetzt gefälligst zu starten, verdammt nochmal. Rocket Labs hat Franks Schlafrhythmus vollends zerstört. denn die wollen. Sowohl die als auch Blue Origin. Ja. Also Rocket Labs fliegt ja die Electron-Rakete aus Neuseeland. Ist ja The Fellowship of the Electron. Und die wollen jetzt ihre zweite Testrakete starten. Und das schon zum dritten Mal. Der erste Startversuch wurde, glaube ich, wegen Wetter abgebrochen. Ja. Und weil sie so ein kleines Zeitfenster hatten. Und der zweite Startversuch wurde tatsächlich eine Sekunde nach Triebwerkszündung vom Computer abgebrochen. Ja. Grund war übrigens die Temperatur, also, oder hast du das recherchiert? Nein. Sag doch. Okay, der Grund war, dass die Temperatur des flüssigen Sauerstoffs zu hoch war. Ah, okay. Es war schlichtweg zu warm. Das ist Neuseeland. Das kann man, ja, es ist Sommer. Bei stimmt, uns da ist Winter, stimmt, da ist Sommer. So, ja. Nicht vergessen. Ja, war wahrscheinlich einfach bloß ja Unerfahrenheit letzten Endes, weil das kann man ausgleichen, indem man öfters mal das Ventil öffnet und ein bisschen Sauerstoff verdampfen lässt, weil dann die Verdampfungswärme kühlt dann den Rest des Sauerstoffs wieder ab. Muss man dann halt wieder ein bisschen nachfüllen, aber dafür hat man diese Ampipickles, Treibstoffleitung halt. Und der dritte Startversuch soll jetzt heute Nacht stattfinden. Du wirst jo. Wieder wach bleiben? Nicht wirklich. Ich habe morgen früh um 10 einen Termin in der Redaktion. Also nein. Nee, wahrscheinlich nicht. Es sei denn unfreiwillig. Wie gesagt, es ist alles etwas merkwürdig mit meinem Schlafrhythmus heutzutage gerade mal wieder. Das ist so ein Mist. Ja. Gut. Ja, ich will noch sagen, was drauf ist auf der Rakete. Okay, auf der Rakete. Also auf der Rakete sind zwei Lemur-Satelliten von Spire, das sind so Wetterbeobachtungssatelliten, und ein DAF-Satellit, also ein Tauben-Satellit, DAF von Planet, die wir ja kennen und schätzen.
An der Stelle verweise ich noch gern an Our Planet Money, das ist ja dieser Wirtschaftspodcast von NPR, und die hatten jetzt eine Reihe, wo sie tatsächlich mal so einen Satelliten von Planet adoptiert haben, mehr oder weniger. Also ja, die durften sich auch aussuchen, wie der bemalt wird, weil jeder von diesen Satelliten kriegt eine eigene Bemalung. Ja, genau. Und haben anhand des Beispiels mal so gezeigt, wie so private kommerzielle Raumfahrt funktioniert. Das ist eine sehr interessante Reihe. Das sind so, glaube ich, so 4 20-Minuten-Podcasts. Ja, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Habe ich gehört. Willst du erzählen? ja, die haben halt, die letzten Endes haben sie den Start mit der Minotaur C-Rakete verfolgt. Und die haben sie dann als den Volvo der Raumfahrt bezeichnet. Ich erinnere mich, ja. Und hat die Minotaur C-Rakete die Geschichte, dass sie jetzt erst seit neuestem so heißt, weil ursprünglich war es ja die Taurus XL-Rakete. Und der hat man den Namen aberkannt, nachdem sie bei 9 Starts 3-mal versagt hat. Wenn das der Volvo der Raumfahrt ist, dann will ich nicht den Fiat der Raumfahrt kennen. Also, ja, das war nicht angebracht, einfach überhaupt nicht. Also da hat man dann die journalistische Distanz dann doch sehr vermissen lassen. Ja. Ja, aber trotzdem, also so abgesehen davon, was ist ein sehr interessantes Podcast-Projekt. Also musst du ja auch wahrscheinlich zugeben, dass das schon ja, sehr lehrreich es war. Ja, es war interessant, aber trotzdem, also da muss man doch sagen, okay, ihr habt hier nicht die journalistische Distanz gehabt, die ihr eigentlich hättet haben müssen. Ja, ist die Frage, inwiefern man überhaupt journalistische Distanz haben kann, wenn man sich da so eng mit einer Firma verbindet. Ja, aber halt wie gesagt, irgendwie so wenigstens, dass man es nicht komplett ins Gegenteil verkehrt, ne? Was man ja hier gemacht hat. Mhm. Weil, ich meine, es ist eine Rakete, die den Namen nicht mehr hat, weil sie so oft abgestürzt ist. Da kann man dann nicht sagen, okay, es ist der Volvo der Raumfahrt. Nein, ist es nicht. Ne? Sondern der... Das weiß ich. Also... Wie gesagt, wahrscheinlich, ich meine, die hatten halt 2-mal das gleiche Problem gehabt und wahrscheinlich haben sie das jetzt auch behoben und zwar langfristig behoben, aber es ist halt trotzdem, wie es ist, ne? Ja. Ah jo. Okay, wir haben nachher noch ein Essensthema. Ich finde, das ist ein schöner Rausschmeißer. Deswegen jetzt nochmal ein unangenehmes Thema. Trump. Was soll man sagen? Trump hat eine Rede gehalten. Oh, nee. Er hat eine Rede gehalten. Ich habe sie auf Deutsch übersetzt. Die kann man auf Golem nachlesen. Ich muss schon wieder suchen. Sie steht auf Golem auf jeden Fall. Sie steht auf Golem. Könnt ihr euch in der deutschen Übersetzung nachlesen. Auf Deutsch ist das noch halbwegs erträglich irgendwie, vor allen Dingen in gedruckter Form. Und vor allen Dingen, weil der größte Teil der Rede ja nicht vorgetragen, sondern also abgelesen war. Ne? Man sieht dann auch sofort, welche Teile nicht abgelesen waren. Aber erstaunlich fand ich weniger das, was Trump gesagt hat. Okay, klar, der hat mal wieder hier irgendwas. Da hat er eine Passage gehabt. Offensichtlich alles tun müssen. Ach ja, hier, genau. Der Pioniergeist, ach nee, scheiße, ich hab's hier. Verdammt, ich habe eine Version, wo ich das Ding nicht nur übersetzt, sondern auch lokalisiert habe. okay, was hat er gesagt? Der Pioniergeist hat Amerika immer definiert, auch in vielen anderen Bereichen. Ich denke, Sie sehen das. Ich denke, das ist offensichtlich. Alles, was Sie tun müssen, ist zu sehen, was an den Märkten passiert und all die großartigen Dinge, die passieren. Wir führen wieder in vielen verschiedenen Bereichen. Das wird mit der Zeit immer offensichtlicher. Also ein bisschen gestammelt war es schon, was er da gemacht hat. Das war offensichtlich nicht abgelesen. Ja, also von ihm kam eher so marktaffines Zeug. Schlimm fand ich das, was der Vizepräsident vorgetragen hat. Pence. Wie heißt er mit Vornamen? Mike. Weißt du? Mike Pence, genau.
Ich habe das halt nicht nur übersetzt, ich habe das auch mal eingedeutscht, im Sinne von alles, was Amerika ist. Und jetzt bitte noch im richtigen Tonfall verlegen. Verlesen. Den kriege ich jetzt, also du kannst ja so Kohlemikrofon filtern. Da in den Weltraum. Genau das, genau ja. Daran. Lies mal vor, ihr könnt euch das ja denken. Herr Präsident, und vor allen Dingen, das ist so ein Schleimer. Oh mein Gott. Ja, yeah, was glaubst du, wenn man Vizepräsident ist? So ein rückgratloser Schleimer, es ist unglaublich. Okay. Herr Präsident, ich danke Ihnen. Danke für Ihre Führung und danke für die Ehre, heute hier zu sein. Als Vorsitzende des Nationalen Weltraumrats. Zu einem, wie ich glaube, so bedeutsamen Moment in der Geschichte deutscher Forschung im Weltraum. Wir danken den außergewöhnlichen Persönlichkeiten, den Kongressabgeordneten und Pionieren der Weltraumforschung, die heute hier versammelt sind. Wir danken Ihnen für alles, was Sie taten, um unserer Nation zu dienen, den Horizont des menschlichen Wissens zu erweitern und die deutsche Führung im Weltraum auszubauen. Herr Präsident, mit der Unterzeichnung dieser Weltraumdirektive stellen Sie sicher, dass Deutschland wieder führend im Weltraum sein wird. Um uns in diese neue Ära der deutschen Führung im Weltraum zu bringen, hat Präsident Trump den Nationalen Weltraumrat wieder gegründet. In der Gründungsversammlung im Oktober bestätigten wir einstimmig die Empfehlung, die Nationale Luft- und Raumfahrtagentur zu instruieren, wieder deutsche Astronauten zum Mond zurückzubringen und dort die Grundlagen für eine Mission zum Mars zu legen. Mit der heutigen Handlung von Präsident Trump wurde diese Empfehlung zur offiziellen nationalen Politik Deutschlands. Wie jeder hier weiß, ist die Etablierung einer neuen deutschen Präsenz auf dem Mond essentiell, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Auch die Ziele, die der Nationale Weltraumrat umrissen hat. Wenn wir diese Ziele verfolgen, Herr Präsident, werden wir, wie Sie sagten, die nationale Sicherheit verbessern, genauso wie unsere Fähigkeit zur gemeinsamen Verteidigung der Menschen in Deutschland. Wir werden auch die Innovation vorantreiben, wie es Weltraumprogramme bisher immer getan haben, Herr Präsident. Sie haben das oft betont und wir werden sehen, wie Arbeitsplätze entstehen, von denen wir heute nicht einmal vorstellen können, dass sie entstehen werden. Und letztlich werden wir sicherstellen, dass die Regeln und Werte der Weltraumforschung unter deutscher Führung geschrieben werden, mit deutschen Werten. Herr Präsident, Sie sagten, dass dieser Pioniergeist Deutschland immer definiert hat und durch Ihr Handeln heute mit dieser klaren Vision, Deutsche zum Mond zurückzubringen, sie zum Mars und darüber hinaus zu führen, stellen Sie sicher, Herr Präsident, dass Deutschland in Zukunft für Generationen im Weltraum führen wird. Und ich danke Ihnen für die Ehre, Teil dessen zu sein. Ist das ein Nazi oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein Nationalist. Ne? Aber Sozialist, Nazi nicht unbedingt, aber ich sag mal, das ist Rhetorik. Nennen wir ihn mal Wilhelm den Dritten. Ja, genau. Also nochmal klarzustellen, er hat natürlich nicht Deutsch gesagt, sondern US-amerikanisch. Er hat überall Amerika ja, gesagt. Ja, aber, ne? um das mal irgendwie auch so emotional euch vorstellbar zu machen, hat das Frank jetzt mal ausgetauscht. Also ich möchte nur alle Verwirrungen beseitigen. Ja, also es ist unglaublich eigentlich. Ja, also ich finde ein paar... auch nicht neu. Ja, ich finde ein paar mit der deutschen Präsenz auf dem Mond besonders eindrucksvoll. Ich fand diese Überleitung von die deutsche Präsenz auf dem Mond ist essentiell und dann die strategischen Ziele für die nationale Sicherheit und gemeinsame Verteidigung der Menschen in Deutschland. Wahnsinn. Ja. Also diesen Sprung zu machen, ne? Also die Präsenz auf dem Mond ist essentiell, um die Menschen in Deutschland zu verteidigen, beziehungsweise in Amerika halt, ne? Was? Also, wie hieß der Kinofilm? Ich habe schon wieder vergessen. Welcher Kinofilm? Iron Sky, ne? Ja, oder genau. So. Ja, genau. Wahrscheinlich zu viel das gesehen. Ich habe keine Ahnung. Also, oh! Ja, da war ja Sarah Palin Präsidentin in Iron Sky. Die werden wir uns alle noch zurückwünschen. Oh. Ja, spannend. Genau, das war jetzt die Trump-Rede. Also was man daraus hervornehmen kann, also was jetzt geändert wurde von der Space Directive One, ist, dass Trump jetzt reingeschrieben hat, dass die USA zurück zum Mond will, was unter Obama noch nicht drin stand. Da war ja das Hashtag Journey to Mars ganz wichtig und jetzt ist es mehr so Back to the Moon und Journey to Mars ist mehr so im zweiten Schritt. Hieß irgendwie And Beyond oder so, ne? Genau.
Kann das sein? Ja, also Journey to Mars and Beyond. Also die wollen noch irgendwo, ich weiß nicht, hinter Pluto noch, keine Ahnung. Ja, irgend sowas. McDonald's eröffnen. Spannende Geschichte. Interessant, dass du es so eingedeutscht hast. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber es macht natürlich sehr viel Sinn, um das so eindrucksvoll zu vermitteln. Ja, ich habe dann irgendwie abends, das war auch so ein Ding, wo ich dann irgendwie um Mitternacht dann auf die Idee gekommen bin, verdammt, im Prinzip muss man was dazu schreiben. Und ich wusste einfach nicht, wie zum Teufel soll ich das Ding kommentieren. Es ging nicht. Also, und dann habe ich mir gesagt, okay, ich lasse den Typ einfach für sich selbst sprechen, hab's halt auf Deutsch übersetzt. Ja. Und irgendwie ist, ja, also irgendwann ist mir dann halt so klar geworden, also hätte der nicht Amerika, sondern Deutschland gesagt, dann klingt das mehr nach Nazi als nach allem anderen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob du den Teaser gesehen hast. Nee, was war das? Den Teaser von dem Artikel, warte mal, wo habe ich den denn? Politik. Wenn du mir sowas verlinkst, dann sehe ich auch sowas. Deswegen sind schon uns. Ja, ich bin gerade selbst beim Suchen, weil ich habe das jetzt gerade über die Statistik gemacht vom Golem Backend und das braucht immer etwas. So, Amerika will wieder zum Mond und noch viel weiter, ist die Überschrift. Und als Teaser, US-Präsident Trump stellt in einer Rede die neue Raumfahrtdirektive der NASA vor. Doppelpunkt. Amerika, Amerika, Weltraum, Amerika, Mond, Amerika, Mars, Amerika, Militär, Amerika, Amerika, Führung, Amerika, Arbeitsplätze. Das hat die Golem so durchgehen lassen. Ich wurde gelobt. Okay, sehr schön. Ja, das ist ja gut. Ja. Aber ich hatte auch, ich habe mich da auch rückversichert zuvor. Also, ja. Ja, beziehungsweise ich habe es halt ans Lektorat und gleichzeitig an die Textchefin geschickt und einfach gesagt, guckt euch das mal an, ob das so okay ist. Und das war okay. Dann hast du hier noch ein Thema stehen, Meteoriten explodieren wegen Luftdruck in der Luft. Okay, da bin ich ehrlich gesagt nicht nochmal dazu gekommen, das Paper durchzulesen. Okay, schieben wir. Genau. Dann kommen wir zum Abschluss zu so einem kleinen ISS-Thema. Ist ja so ein bisschen vernachlässigt worden von uns, die ISS in den letzten Folgen, aber die machen ja trotzdem Dinge. Und zurzeit ist ja auf der ISS der ESA-Astronaut Paolo Nespoli, der älteste aktive Raumfahrer in der ESA mit 60 Jahren, ist dieses Jahr 60 geworden, war schon bei STS-120 und der ISS-Mission 26-27 dabei. Du meinst der älteste derzeit aktive? Habe ich dir gesagt, der älteste aktive Raumfahrer der ESA. Ach, der ESA. Oh, stimmt. Yeah, sorry. Ja, okay. Und der hat sich mehr so aus Witz beschwert, dass es auf der ISS keine Pizza gibt. Als Italiener vermisse das natürlich. Und dann war auf dem letzten Cygnus-Frachter Tomatensauce und vorgebackener Pizzateig und Belag. Und sie haben dann sich zusammengesetzt und diese Pizza belegt, konnten sie ja leider halt nicht im backen. Also Steinofen oder Holzofen war dann doch nicht dabei. Aber haben sich das dann halt so ein bisschen belegt, so mit Salami und Oliven und was dann noch war und Tomatensauce halt und ein bisschen Käse. Und hatten da so eine kleine Pizza-Party und nannten das irgendwie so die fliegenden Untertassen der anderen Art. Und es gibt ein Video, kann man sich anschauen, ist einfach ein ganz netter PR-Stunt, den die ESA da gemacht hat. Und schön, es kam halt wenigstens von der ESA und nicht wie damals von Pizza Hut. Nicht damals, also es war keine gesponserte Pizza. Also wir oder der Pizza. Komische Cappuccino oder was das war. Nee, Cappuccino musste ja irgendwie Milch aufschäumen in nur. Ja, nee, was auch immer es war. Es war eine Espresso-Maschine. Eine Espresso-Maschine. Von Lavazza, das war als Samantha Cristoforetti auf der SS war. Das war aber ganz schön, also es war schon technisch schon anspruchsvoller als eine Pizza zu liefern. Ja. Also das ging ja auch um die Tassen und wie die dann entwickelt wurden, damit die mit Kapillarkräften den Espresso zum Mund führen. Das war schon spannend. Jo.
Okay. Genau, das war unser Rausschmeißer und jetzt machen wir noch kurz Hausmeister rein. Genau, du hast oben irgendwas, du hast irgendwo den Ingo erwähnt, oben. Das sage ich einfach jetzt, ich hoffe, das ist uns nicht böse. Der Ingo ist natürlich auch einer Unterstützer, der ist bei Libera Pay und der hat mir gesagt, dass er jetzt bei Libera Pay ist, deswegen wollten wir ihn auch erwähnen, das haben wir die letzten zwei Folgen vergessen, deswegen holen wir das jetzt nochmal kurz nach. Also Ingo unterstützt uns auch ganz fleißig, also der Oschni auf Twitter, der ist ja auch ein ganz fleißiger Hörer und Kommentator und alles und deswegen vielen Dank dafür, das hatte ich vorhin vergessen. Genau, Hausmeistereien, Ankündigung. Wir haben ja schon gesagt, dass wir auf dem 34C3 sind. Das hat hoffentlich auch jeder mitbekommen und verstanden. Und dass wir dort Vorträge halten auf der Open Infra Stage. Und wir machen noch viel mehr Sachen auf dem Kongress. Ich bin ja auch Teil des Sendezentrums. Ich plane ja da. Wir sind ja Podcaster. Ja, genau. Ich plane ja da einen Sendetisch mit. Und zum einen machen wir dort eine Countdown-Podcast-Folge, wo wir so einen kleinen Jahresrückblick machen. Ich habe es mal den orbitalen Jahresrückblick genannt, wo wir über die üblichen Pleiten, Pech und Pannen sprechen, aber auch so über Sachen, die uns gut gefallen haben, irgendwie neue Firmen, natürlich irgendwie auch über SpaceX, was die gemacht haben, was andere Firmen dieses Jahr erreicht haben, was so Deep Space gab es dieses Jahr gar nicht so viel, also dass irgendwie so tief im Weltraum also, was passiert. Was ich vorhin bloß gelesen hatte kurz, das neue Ziel von MU, es gibt ja MU-669, ja. Der Asteroid, also 2014, das MU-69, genau, zu dem New Horizons gerade fliegt. Und das untersucht man natürlich jetzt nach allen Regeln der Kunst, so viele Möglichkeiten hat man da nur nicht. Und es gab jetzt eine Sternbedeckung davon. Und, das ist aber schon länger her. Mit dem Doppel, ich nicht. Wo gezeigt wurde, dass es einen Doppelkern hat. Genau. Das ist uralt. Also das ist uralt. Das weiß selbst ich schon sehr lange. Okay, dann ist mir eine alte Nachricht reingespült. Guten Morgen, Herr Wunderlichpfeifer. Ja, nee, hier passiert sowas. Das ist normal. Ja. Es kann auch sein, dass die jetzt einfach eine zweite Messung. Ich wette, da haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Ja, muss ich mal schauen. Okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist halt bloß, das fliegt an mir vorüber. Ne? Wie und so ein Kappenbelt. Es fliegt, es saust an dir vorüber. Genau. Nee, dann, das war, da stand ich gerade im Lidl in der Warteschlange. kam ich dran und bin hier hoch und musste noch was essen und dann irgendwie podcasten und so und irgendwie ist mir das dann, ich hab nicht nur die Zeit gehabt, dann nochmal zu gucken, wann das eigentlich war von der Zeit her. Ja. Na gut. Also wir machen da auf dem Kongress so einen kleinen Jahresrückblick. Genaue Zeit wird noch bekannt gegeben. Und wird auch im Livestream zu hören sein, sofern das Internet hält. Also kann man auch außerhalb des Kongresses sich anhören, wird dann natürlich auch als ganz normale Podcast-Episode veröffentlicht. Ja, und ihr könnt natürlich auch live dabei sein und genau. Euch daneben setzen mit Kopfhörern und so und ja, wie halt jedes Jahr, ne? Genau. Dann machen wir ja noch bei unserem anderen Podcast-Projekt die finale Folge, nämlich den Märchen von übermorgen. Da ist ja die vorletzte Folge jetzt erschienen, habe ich veröffentlicht. Und jetzt besprechen wir die allerletzte Folge von Raumpatrouille Orion. Und das machen wir auf dem Kongress, weil wir alle vier, also Judith, Mirko, du und ich, da sind. Ja. Und das machen wir auch dort, kann man auch live zuhören. Und wir haben auch schon, glaube ich, einen Gast. Oder hat sich jemand gemeldet, der sich mit Trick- und Fernsehtechnik der 60er Jahre auskennt. Und das ist mal cool. Der meinte, er könnte da gern dabei sein, wenn das passt für uns. Natürlich, sehr gerne. Genau. Also das wird dort passieren und die Judith hat jetzt ihren neuen Podcast Deutsche Erbstücke oder Erbstücke der deutschen Geschichte, wo Frank und ich über die V2 reden werden wahrscheinlich. So genau weiß man das noch nicht, aber sowas in der Richtung wird passieren. Irgend sowas, ja. Und das Dumme ist ja, ich habe ja hier seit diesem ganzen Rückschauwahn auf den Ersten Weltkrieg kenne ich ja jetzt ziemlich viel Waffentechnik aus der Zeit. Und du bist ja auch bei damals Stan zu Gast wieder.
Ich bin wieder bei damals DM zu Gast. Eine lange angekündigte Folge. Haben wir schon im letzten Jahr angekündigt gehabt. Über Kernkraft im Weltraum. Zufall. Nee, ist wirklich Zufall. Also wir hatten das also in Luft- und Raumfahrt. Ich hatte das irgendwie so, ich weiß nicht. Ich hatte damals die Folge abgeschlossen mit, ja, und beim nächsten Mal wird's abgehoben. und das war schon, da hatten wir uns schon drauf verständigt gehabt, das steht jetzt schon seit über einem Jahr. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, gut, jetzt bin ich einmal im Thema, jetzt können wir das auch noch machen. Ja. Und ist dann halt mehr als nur Raumfahrt, also da ist dann noch ein bisschen mehr dann dabei, ja, so genau. Luftfahrt und so. Und ja. Und ich mache ja den traditionellen Star Wars Talk mit 7 anderen Leuten, wo wir über Star Wars Episode 8 die letzten Jedi reden werden. Ja. Ich habe es gibt eine Rezension auf golem.de, die ich noch nicht durchgelesen habe, wo ich nur die nicht sehr begeisternde Überschrift gesehen habe. Ah, okay. Also ich sehe den Film morgen in OV natürlich. Ja. In 3D. Und bin schon gespannt. Jo. Und genau, dann gibt's natürlich auch für Leute, die auf den Kongress fahren und so like-minded people suchen, also Leute mit gleicher Raumfahrtgesinnung, gibt es die Chaos Space Operations Center Assembly, die CSOC Assembly, wo wir teilweise rumhängen werden, auch Leute Hörer gerüchteweise und ja. Und Bekannte von uns, so Leute, die einfach sich mit Raumfahrt interessieren. Der Inko ist zum Beispiel da, der hört uns ja und der ist ja da bei diesem Flying Laptop-Projekt dabei. Und der Sebastian, der das auch so ein bisschen organisiert oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz, ganz viel bisschen. Und viele andere Leute und vielleicht trifft man sich ja da mal zum gemeinsamen Austausch von koffeinierten Kaltgetränken und Gedanken. Ja, und angekündigt ist, insofern das alles funktioniert, übrigens ein Simulator einer Sojus-Kapsel. Ja, es ist ganz viel angekündigt. Also es bringen Leute ihre Radioteleskope mit und sonstige Sachen. Sehr viel wird spaßig. Ja, also ich bin echt gespannt. Ich nehme ein großes Aufnahmegerät mit, auch so für, damit man unterwegs mal einen Podcast was machen kann. Ja, ich habe mir immer noch keins gekauft. Das ist wir brauchen Behringer. Eins für ich glaube, Behringer liefert ja nicht so schnell, oder? Wie lange brauchen die? Behringer? Was willst du mit? Ja, das nicht Behringer, nicht Behringer. Thomann heißen die, ja? Ja, die brauchen der Laden, bisschen. Der Laden halt. Haben die nicht in Berlin ein Geschäft, wo du es abholen kannst? Ach so. Ich weiß gar nicht, ob das in München oder ich werde auf jeden Fall was mitbringen. Ich werde Technik mitbringen. Okay. Genau, also das ist unsere Kongressplanung. Bisher ist ja natürlich offen zur Änderung. Aber wenn ihr da seid, sagt doch mal Hallo, gebt davor auf Twitter irgendwie ein Piep ab. Ich werde auch schon wahrscheinlich eine Decknummer haben, also ihr könnt mich auch auf dem Haustelefon anrufen, wenn ihr wollt. Falls ihr dringende Fragen über die Geschichte der Raumfahrt braucht. Und das war's von der Hausmeisterei und wir machen jetzt noch die Raketenvorhersage für, wie lange machen wir die eigentlich, bis die Raketen ausgehen, oder? So ungefähr. Jedenfalls, morgen fliegt euch hoffentlich eine Electron um die Ohren. Früh um 2:30 oder so. Ja. Da wird das Launch-Window geöffnet. Warte mal, ist das 2:30 unserer Zeit? Oder es ist 2:30, oder ja, UTC? Das ist GMT. GMT. Ja, GMT, aber wir sind ja in GMT plus 1. Genau, also 2:30. 2:30. 2:30 bis 6:30, bis 7:30 geht das Startfenster. Vielleicht bin ich ja schon wieder Ariane 5. Ariane 5 ist gestartet, hat die Galileo-Satelliten erfolgreich ausgesetzt, wollen wir mal nicht vergessen zu erwähnen. Ja. Und am 15. Dezember, also fliegt die Falcon 9 hoffentlich mit SpaceX Crew Resupply Ship, Commercial Resupply Ship ist doch CRS. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also SpaceX Dragon Frachter CRS-13. Start ist um 16.35 Uhr, also 5:30 unserer Zeit.
Ja, ein fliegender gemischter Gebrauchtwarenladen. Nein, ein Gemischtwarenladen, wenn schon. Nein, ein Gebrauchtwarenladen. Ein gebrauchter Gemischtwarenladen, meinst du? Ein gebrauchter Gemischtwarenladen, genau. Weil sowohl die erste Stufe als auch die Dragon-Kapsel gebraucht sind. Also sind schon mal geflogen. Nur die Oberstufe, die ist neu. Genau. Vom Space Launch Complex 40, der ja repariert wurde. Und genau, 5:30, 16:35 Uhr am Freitag. So, dann klopfen wir auf Holz, weil am 17. Dezember fliegt eine Sojus zur ISS und da sind dann hoffentlich alle Lagesensoren richtig eingebaut, weil da sind Menschen an Bord. Ne, dort müssen sie ja nichts ändern. Die fliegen ja von Baikonur, da ist ja alles korrekt. Ja, aber trotzdem, also es gibt ja durchaus, also man hat schon von Baikonur Proton-Raketen rückwärts fliegen sehen. Ja, das stimmt. Ne, also, aber ich denke mal, ich hoffe, Klopf auf Holz, dass alles gut geht. Genau. Dann haben wir am 22. 23. Dezember eine Falcon 9 mit den Iridium-Next-Satelliten 31 Warte bis mal, das ist, 40. Ich sehe hier gerade, ich gucke hier gerade etwas ungläubig auf die Zeiten. Wieso? Das ist beides GMT. Das ist 1:26 GMT. Ja. Und guck mal, eins weiter unten in Japan. Gleichzeitig. H2A. Das ist ja lustig. Also ich sag ja, ich gucke hier gerade etwas ungläubig da also drauf, aber das scheint zu stimmen. Es fliegen sowohl eine Falcon 9 als auch eine H2A um 1:26 Greenwich Meridian Time oder 2:26 unserer Zeit. Wenn alles glatt läuft, fliegen die simultan. Ja, mit 22 Sekunden Unterschied. Ja, okay. Das ist mal cool. Das ist interessant. Wie lange braucht eigentlich das Licht von Japan nach USA? Also vielleicht ist das ja... Nein, du. Das sind bloß Zehntelsekunden. Okay, gut. Also es ist auf jeden Fall interessant. Interessant. Ja. Ist ja zum Glück weit genug auseinander, dass das funktioniert. Ja, das wird keine Kollisionen geben, aber das ist mir noch nie passiert. Sind die Iridium-Satelliten nicht auch in einem polaren Orbit? Ja. Und wahrscheinlich der GCOM-C und SLATS wird wahrscheinlich in einen geostationären Orbit fliegen. Nee, das ist irgend so eine Untersuchung. Das dürfte, fly a super low orbit. Also ein sehr niedriger Orbit. Okay, also die werden sich hier schon irgendwie abgesprochen haben. Zumindest. Hoffentlich haben die ihr Memo gelesen. Ah, SLATS steht für Super Low Altitude Test Satellite. Okay, also nichts, was lange oben bleiben wird. Naja, wieso, wenn du irgendwie einen guten Ionenantrieb hinten dran hast. Hat der? Was er auch hat. Ah, okay. Wird wahrscheinlich, also muss man sich mal angucken, wie der aussieht. Das ist bestimmt so ein windschnittiges Ding. Wieder. Wie damals Goche. Warte, ich schau mal. Weil Goche flog ja auch schon. Wie schreibt man denn SLA? SLATS. Japan. Oder Tsubame. Ah ja, ich hab ihn hier. Gibt's hier ein Bild? Ja. Ja, das. Ah, der hat Flügel. Aber das sind keine aerodynamischen Flügel. Also Also du kannst die, also die werden wahrscheinlich genauso ausgerichtet sein, dass die den Höhenverlust gleich mit ausgleichen können. Ja. Also aber das macht ja Planet Labs auch. Aber es ist nicht so schön windschnittig wie Goshen. Nee, leider nicht. Ja. Aber Planet Labs macht das ja auch. Also die richten ja ihre Satelliten auch so aus, dass die Restatmosphäre benutzen, um zum Beispiel etwas an Höhe zu verlieren, wenn sie irgendwelchen Trümmern ausweichen sollen oder sowas. Also das ist durchaus, also du kannst dir sicher sein, dass da ein Aerodynamikprogramm im Hintergrund mitgelaufen ist, als sie das Ding entworfen haben. Ja, schon klar. Dann haben wir eine Zenit 3F aus dem Baikonur-Kosmodrom mit dem Angosat. Das ist Angolas erster Satellit. Das ist interessant. Ja. Am 26. Dezember, das ist der zweite Weihnachtsfeiertag,
wo wir alle hoffentlich im Zug sitzen nach Leipzig. Genau, ehemals portugiesische Kolonie. Angola. Ja. Willst du? Ja, der 27., 28., also 28. Dezember unserer Zeit, wieder zu viel zu frühen Zeiten, an denen man garantiert schläft. Oh, das ist die, ich weiß, was das ist. Ah, genau, das ist, ach, verdammte Scheiße, mitten auf dem Kongress. Ja, können wir Public Viewing machen. Wie viel ist das? 4.30 Uhr, ja, da sind die Leute wach. Also oh mein Kongress Gott. Ist das im Grunde Nachmittag. Ja, aber welcher Tag ist das? Das ist dann Tag 2. Tag 1 okay, und 2. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen leer, das Programm, aber ich habe an Tag 3, ich habe noch nicht nachgeguckt, wann ich damals TM habe. Warte, das kann ich dir gerade sagen. Ja. Du hast das am, ist das hier drin? Warte kurz. Muss kurz ja, du organisierst das Zeug. Ja, warte, damals TM hast du an Tag 3 um 13 Uhr. Ja, ne, siehst du. Passt ein doch. Bisschen, nee, das, ja. Ist ja, das ist ja auf 29. Ja, okay, könnte klappen. Ja, jedenfalls, das ist diese kleine Rakete, die kleinste oder so. Die kleinste orbitale Rakete der Welt, oder? Ja, die beim ersten Mal ja nicht funktioniert hat. Ja. Im Januar dieses Jahr war das. Ui. Oh, müssen auch noch einen Jahresrückblick reintun. Ja. Ja, ich meine, was haben wir da gewartet, ne? Mhm. Und dann irgendwo so irgendwie die Unprofessionellsten waren die Besten am Ende. Ja, irgendwie mit von so einer Aussichtsplattform und hinterm Haus und Und irgendwie irgendwie Handykamera hinter ein Teleskop gehalten. Ja, es war schon spannend. Das war spannend, ja. Dann haben wir noch für späten Dezember eine Lange Marsch 2D mit Superview 103 und 104. Ja, für die Beijing Space View Technology Company, auch bekannt als Gaojing. Ja. Und dann Januar haben wir halt hier Sachen wie Falcon 9, Zuma, wir haben eine PSLV mit Kartosat 2ER und Nova SAR S. Ja, irgendwie soll auch mal wieder eine Delta 4 fliegen, das genau. Wird dann bald eine der letzten sein. Irgendwann sollen die doch ausgemustert werden. Und dann kommt dann die Delta 5 zumindest oder die Mediums. Also die Ansage war ja ganz klar, dass die Delta 4 Medium irgendwann, ich weiß nicht, ob es die letzte war, ganz bestimmt nicht, aber dass die Mediums ausgesondert werden und nur noch die Heavies fliegen von der Delta 4, weil die einfach zu teuer sind. Und die Heavy brauchst du halt praktisch nur deswegen, weil die halt eine sehr hohe Nutzerskapazität hat, die und mit Atlas was 5 dann, nicht hat. Gibt es dann irgendwie ein, wo kommt eigentlich das was jetzt das BE4 dran, wo soll das dran hängen? Das ist die Vulkan. Ah, das ist aber die Nachfolge dann von der Delta. Das ist dann die Nachfolge von allen beiden. Ah, okay. Aber die braucht noch ein bisschen. Genau. Genau. Also mit dem NROL 47 Satelliten. Und dann haben wir natürlich im Januar auch noch Falcon Heavy Demo Flight. Genau. Will attempt to place a Tesla Roadster on an Earth escape trajectory in a heliocentric orbit. Herrlich. Ja, es ist lustig. Gibt es irgendwas Spannendes noch in der Vorschau jetzt auf? Na, es gibt eine GSLV Mark II, die mal wieder starten soll. Ich hoffe, dass die keine Probleme mehr macht. Ja, am Anfang hatte die immer mal Probleme gehabt, ja. Die Rakete. Und eine Epsilon-Rakete, es dürfte erst die zweite oder dritte sein. Das ist so eine kleine japanische Rakete, Feststoffbooster letzten Endes und der Nachfolger der M5. Die M5 hat so Satelliten gestartet wie Hayabusa, glaube ich, damals. Ah, okay. Ja, Hayabusa 2 steht uns ja nächstes Jahr ins Haus. Also er steht dem Asteroiden, Kometen ins Haus. Hayabusa Spacecraft. Mal gucken, was uns hier gesagt wird. Ja, war eine M5. Ah, sehr schön. Ja, das glaube ich, das war es jetzt erstmal für uns. Jo. Wir hören uns dann vom 34C3.
Genau, 34C3 und dann irgendwann Mitte Januar wieder. Genau. Also irgendwann, wenn die Epsilon fliegt oder so. Ja, wir haben, so wir haben dann Ende Januar. Ja, ich glaube. Ach, verdammt, wir haben ja noch im Januar ist ja noch die. Ach, du liebes bisschen. Dann müssten wir die Sendung irgendwie am 12., 13., 14. Ja, da bin ich nicht, da. Da bist du nicht da. Wir klären das noch ab. Wir machen das jetzt nicht in der Sendung. Das machen wir nicht in der Sendung, genau. Ja, ich werde in Tübingen sein. Genau, ich werde nach Tübingen kommen. 20. Januar, genau. Und ich werde nach Heidelberg kommen am 18. und am 19. Frank geht auf große Deutschland-Tournee, jetzt in allen großen Hallen. Ringsfest Arena, nee. Allianz nee, Arena. Ich mache eine kurze Stippvisite in Frankfurt. Und dann 19. Nach Heidelberg und dann mal die Spektrümmer in ihrem Bunker besuchen. Spektrümmer? Na, Spektrum der Wissenschaften. Ah, genau. Die Trümmer nur noch, ne? Spektrümmer. ja, und dann am 20. halt nach Tübingen. Ja. So. Und dann wieder zurück. Dann bin ich wahrscheinlich völlig kaputt, weil ich in der Zeit halt irgendwie zweimal halb durch Deutschland mit dem Zug gefahren bin. ja, wäre ich Blickwinkel auf Twitter bekannt, Blickwinkel, ich weiß gar nicht, wie die oft, ich muss mal fragen, wie die eigentlich heißt. Ich weiß, wo sie wohnt, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe dann das gleiche Problem wie in Potsdam. Ich kenne die Adresse, aber ich weiß nicht, wo ich klingeln muss. auf Twitter bekannt für ihre drei Hunde. Und da ich ja dabei bin, meine Hundeangst zu bekämpfen und ich weiß, dass das drei sehr nette Hunde sind und ich einfach die Blickwinkel auch mag, von daher kann man da doch mal vorbeischauen. Und wir haben uns zum Essen da verabredet, einfach mal mit den Hunden. Und ich hoffe, die sind wirklich so nett, wie sie ja. auf den Fotos aussehen. Ja. Okay. Dann sagen wir auf Wiederhören. Jo. Lasst mal einen Kommi da, wenn ihr was Freshes zu sagen habt. Ja, und irgendwelche Kommentare sind sehr, sehr empfehlenswert. Genau, und unterstützt uns auf Liberapay mit Hartgeld. Ja. Elektronischem gut. Hartgeld. So, jetzt treten wir noch hinterher bei Patreon. Genau. Uiuiui. So, also dann gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.